Name ist Florian Bold, ich bin Weinakademiker und freue mich sehr, dich heute am 9. April zur 58. Ausgabe begrüßen zu dürfen. Und bei dieser Episode handelt es sich auch wieder um ein Interview, und zwar mit Michael Laibach aus der Schweiz. Um genau zu sein, ist Michael aus Stein am Rhein. Das ist ein kleines Örtchen, damals sehr wichtiges Örtchen wegen einer wichtigen Brücke über den großen Strom Rhein. Und heute findet eben zwischen dem Bodensee und berühmten Schaffhausen, wo der Rheinfall sich befindet, eben auch Weinbau, und fast nur auf der Schweizer Seite statt, sprich hinter der nahegelegenen deutschen Grenze finden wir dort eigentlich nicht nennenswerten Weinbau. Umso spannender, euch aus der Nordschweiz, aus der deutschsprachigen Schweiz, aus dem Grenzraum zu Deutschland einen sehr interessanten Weinbauern, Traubenbauern vorzustellen, nämlich Michael, wie ihr gleich erfahren werdet, baut nur seine Trauben selber an. 9 Rebsorten an der Zahl, und gibt dann dieses Lesegut zu einem befreundeten Weingut für die Vergärung oder, sagen wir mal, die ganzen Schritte, die im Keller nötig sind. Da seid mal drauf gespannt, was es da alles so Interessantes zu erfahren gibt. Und am Schluss, wie immer, verkosten wir auch Weine aus Michaels Sortiment. Insgesamt 4 Stück an der Zahl aus so raren oder seltenen Rebsorten wie Reuschling, Muscaris und Cabernet d'Orsa. Vorneweg, ich finde alle Weine sehr lecker, sehr säurebetont, sehr knackig, frisch, vital, ohne jetzt vielleicht, wie der ein oder andere dem Riesling nicht so gut schmeckt, die Säure zu sehr spitz in Vordergrund stellt. Vielleicht wäre diese Weine auch eine gute Alternative für Leute, die es gern knackig frisch haben möchten, ohne vielleicht zu prägnante Säure. Ja, was gibt's von meiner Seite aus Neues? Nicht allzu viel, ehrlich gesagt. Die Corona-Maßnahmen sind ja bereits deutlich zurückgefahren worden. Das heißt, wenn einer von euch wieder mal Lust hätte, mit mir eine Weinprobe zu machen, auch vor Ort oder face-to-face live und nicht nur online, der kann sich bei mir gerne melden. Und dann besprechen wir, welche Weine du gerne verkosten wollen würdest, in welchem Rahmen und an welchem Ort. Da bin ich dann auch sehr flexibel, um mich auf deine Wünsche und Anforderungen einzustellen. Ansonsten gibt's eigentlich nicht allzu viel Neues. Das Thema Schweiz wird uns noch ein bisschen erhalten bleiben. Wir haben jetzt noch 2 oder 3 Interviews. Und dann begeben wir uns auch schon etwas nördlich, nämlich ins Elsass. Sollte noch jemand von euch einen Winzer kennen oder Winzer sein und dazu auch noch deutschsprachig, der kann sich gerne bei mir melden, dann machen wir ein gemeinsames Interview, wo dann ihr Gelegenheit habt, euch und eure Produkte vorzustellen. Das Ganze kann natürlich auch gerne off-topic stattfinden, wie wir es beispielsweise Anfang des Jahres mit Vinade hatten. Ansonsten, der obligatorische Aufruf, noch Mitglied in meiner Facebook-Gruppe Wein verstehen leicht gemacht zu werden. Und dann würde mich an der Stelle einfach mal interessieren, wenn wir uns langsam Richtung Ende bewegen mit dem Thema deutschsprachiger Weinbau, welche Themen euch denn am Herzen liegen? Sollen wir weiter in Zukunft Anbaugebiete besprechen? Sollen wir Rebsorten besprechen? Sollen wir irgendwas auf der Metaebene besprechen? Ich würde mich freuen, da einfach von euch Input zu bekommen, was ihr gerne hören würdet, zu welchem Thema. Dazu könnt ihr mich dann entweder, wie gesagt, auf Facebook anschreiben, auf Instagram oder in die WhatsApp-Gruppe, sage ich schon, in die Facebook-Gruppe reinschreiben. Da wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit dem Interview mit Michael Laibach aus Stein am Rhein. Liebe Podcast-Hörer, ich begrüße euch zu einem nächsten Interview. Thematisch bleiben wir in der Schweiz, wenn auch quasi ganz knapp nur in der Schweiz. Warum, wieso, erfahren wir gleich. Aber ich bin froh, einen Schweizer Winzer, Traubenbauern kennengelernt zu haben, angesprochen worden sein von ihm. Und herzlich willkommen in meinem Podcast, Michael Laibacher. Grüß dich. Hallo Florian.
Grüß dich, Michael. Du bist ja auf mich zugekommen, sage ich mal. Ich vermute mal, du bist Podcast-Hörer, denke ich mal, oder? Ja, das ist genau richtig, ja. Ich höre deinen Podcast während der Arbeit in den Reben, jetzt gerade aktuell, oder vorher beim Rebenschneiden, und darum habe ich dich kontaktiert, genau. Perfekt, ja. Und da sieht der liebe Hörer meine Aufrufe, Kontakt mit mir aufzunehmen, verhallen nicht im elektronischen Nirvana, sondern führen tatsächlich auch zum einen oder anderen Gespräch oder auch zur einen oder anderen Hörerfrage. Habt ihr ja schon öfters mitbekommen. Also wer Lust hat, auch aktiv mal an meinem Podcast teilzunehmen, kann es gerne machen. Wieder Michael. Aber Michael, ich denke mal, du bist ja letzten Endes meinem Aufruf gefolgt an dem für den deutschen Konsumenten eher Terra Incognita mitzuarbeiten, nämlich den Schweizer Wein ein bisschen in unserem Fokus zu rücken. Das, glaube ich, war deine Intention und mein Hilferuf, der dich da erreicht hat im Weinberg dann. Ja, genau. Es ist halt immer so, wir merken das gerade bei deutschsprachigen Kunden oder Gästen, dass halt der Schweizer Wein nicht sehr bekannt ist oder auch oft missverstanden wird, weil er halt einfach nicht stattfindet außerhalb der Schweiz. Und darum habe ich mich getraut, dich bei dir zu melden, um da vielleicht einiges Licht in den Schatten zu bringen. Ja, perfekt. Ja, ich bin da auch wirklich sehr, sehr dankbar. Ich habe es, glaube ich, beim letzten Mal schon gesagt, Gesprächspartner zu finden, fiel mir jetzt in der Schweiz mit am schwersten. Also das lief sonst besser. Das liegt zum einen sicherlich daran, dass ich jetzt auch tatsächlich nicht ein allzu großes Netzwerk in der Schweiz habe, kenne schon ein paar Leute und waren auch in meinem Weinakademikerkurs. Aber bis man dann wirklich jemanden am Mikrofon sitzen hat, ist es entweder zäh oder es kommt einfach nicht zustande, wie auch immer. Deswegen bin ich dir sehr, sehr dankbar und ich hoffe, du fühlst dich jetzt auch gar nicht als Notnagel, weil ich einfach froh bin, jemand, der in der Weinwelt so tätig ist, wie es das du bist, auch hier mal vorstellen zu können und mal einen ganz anderen Blick vielleicht auf die Weinbereitung auch zu machen, Michael. Aber vielleicht fangen wir ganz vorne an. Erzähl mal vielleicht, wo du in der Schweiz dich überhaupt befindest, wo du lebst, wo du arbeitest. Ja, gerne. Also wir sind in einer wunderschönen Region, wie die meisten Weinregionen natürlich. Das ist ganz im Norden der Schweiz. Im Kanton Schaffhausen, genauer in Stein am Rhein. Stein am Rhein dürfte vielleicht mehr Leuten im Begriff sein. Da ist da, wo der Bodensee oder der Untersee dann wieder zum Hochrhein wird. Und das ist eine wunderschöne Flusslandschaft und Seelandschaft. Und da gerade überhalb vom Städtchen Stein am Rhein haben wir unsere Rebberge. Das Weingut befindet sich im Nachbardorf in Hemmishofen. Und da dazwischen erstreckt sich so ein Rebgebiet von ca. 30 Hektar. Und wir bewirtschaften da ungefähr 4 Hektar in diesem Gebiet. Ja, also gerade an der Grenze zu Deutschland. Wir sind sozusagen umgeben von Deutschland. Ist eigentlich speziell, weil... ja, wunderbar. Also das Lustige ist eigentlich, wenn ich über die Grenze gehe, dann sprechen die Leute genau wie ich. Also jetzt gebe ich mir übrigens Mühe und spreche Schriftdeutsch. Okay. Aber so die Mundart oder der Dialekt ist dann ganz ähnlich, wenn ich in Deutschland bin. Und eigentlich merkt man auch kulturell nicht große Unterschiede. Es gibt halt mehr dann oftmals ja so ein bisschen Diskussionen wegen Einkauftourismus oder eben Preisen. Und das Spezielle ist halt, unsere Kundschaft erstreckt sich dann schon eher in die Schweiz hinein als nach Deutschland. Und da kommt ja sicher auch noch drauf zu sprechen dann. Genau. Also wenn ihr Google Maps aufmacht, erstens könnt ihr natürlich Stein am Rhein auch suchen, aber wer den Bodensee vor Augen hat, der ist ja im Westen eine Halbinsel, wo Konstanz drauf liegt und da teilt sich dann der Bodensee quasi und der Ausfluss, wo er in den Rhein quasi wieder übergeht, ist der südliche Finger, wenn man es so nennen möchte. Und genau am Ende, das ist dann der südliche Finger, ist der Untersee, wie du es gerade schon gesagt hast, und direkt dort, wo es in die Flusslandschaft wieder übergeht, von der Seenlandschaft zur Flusslandschaft, dort ist eben Stein am Rhein. Und das Lustige ist, ich sage es jetzt deswegen, weil wer jetzt nicht aus der Gegend ist, rein gefühlt sagen wir immer, Rhein ist der Grenzfluss. Aber es gibt eben auch Schweiz nördlich des Rheins. Das ist so den meisten vielleicht gar nicht bewusst. Ich war schon vor 100 Jahren gefühlt mal in Schaffhausen, da am Rheinfall. Ist ja sicherlich ein großer Touristenmagnet. Und du befindest dich quasi, kann man jetzt sagen, zwischen Schaffhausen und Konstanz. Genau, ja. Stein am Rhein ist auf beiden Seiten des Flusses. Wo ist der Hauptteil, wo ist der ursprüngliche Teil? Genau, Stein am Rhein ist halt eine historische Stadt, die da die Brücke kontrollierte. Das war die erste Brücke nach dem Bodensee. Der Hauptteil ist auf der deutschen Seite, also auf der Seite, wo dann Deutschland liegt.
Ein kleiner Teil mit Zollstation und allem auf der anderen Seite. Aber eigentlich liegt ein Großteil des Kantons Schaffhausens auf der deutschen Seite. Und wir hören das auch oft in der Schweiz, dass wir halt eigentlich zu Deutschland gehören. Aber das stört mich eigentlich Redenspieß überhaupt auch, nicht. ja, auch gut. Ja. Ja, gefühlt, glaube ich, ist es tatsächlich so, dass die meisten denken, und faktisch ist es ja auch so, der Großteil der Schweiz ist südlich des Rheins, aber Genau. da gibt es halt dann eben schon ein paar Örtchen, die eben auch nördlich des Rheins liegen. Jetzt sagst du Kanton Schaffhausen, ich habe es jetzt hier gar nicht so gesehen, weil auf der Karte sah es jetzt so aus, dass Kanton Thurgau da in der Ecke ist. Oder ist das quasi das Nachbarkanton dann schon? Ja, genau, das ist auch noch speziell. Neben Deutschland grenzen auch gleich drei Kantone, also Thurgau, Schaffhausen und Zürich in dieser Region. Das ist alles nah beisammen. Aber der Teil nördlich des Rheins ist Schaffhausen. Und da gibt es eben noch zwei, drei kleine Enklaven in Zürich. Und der Thurgau, der ist dann der Kanton, der sich dem ganzen Bodensee entlang streckt. Ah, Also okay. südlich des Bodensees, ja. Ja, und dann gibt es ja noch die deutsche Enklave Büsingen. Genau, ja. Wie fühlen die sich? Kennst du da jemanden aus dem Ort? Ja, das ist eigentlich ein völlig entspanntes Verhältnis. Es ist einfach manchmal komisch, weil es so gewisse Besonderheiten wie Währung oder so gibt. Aber die Leute sprechen genau gleich wie wir. Es ist, die trifft man im Ausgang oder sonst wo. Das ist eigentlich völlig entspanntes, gutes Verhältnis. Es ist einfach eher eine Kuriosität, eine Ja, Geschichte. genau. Ja. Ja. Du hast die Mentalität schon angesprochen. Das fand ich jetzt interessant, weil du gesagt hast, die ist sehr ähnlich. Auf den ersten Blick würde ich dem auch hundertprozentig zustimmen. Die Hörer wissen es. Ich habe ein halbes Jahr auch in Zürich in Kloten mal gelebt. Und muss schon sagen, ich habe schon den einen oder anderen Unterschied festgestellt. Also. Sehr, sehr politisch ausgedrückt, ja. Zwar eher in die Richtung, dass man sagen muss, dass in der Schweiz es oft ein bisschen vornehmer und höflicher zugeht, sprachlich meine ich jetzt, ne? Also weniger direkt. Und man da gerade als Deutscher, der oft als sicherlich zu Recht auch als Rüde, sage ich jetzt mal, hingestellt wird, tappt man schon oft in Fettnäpfchen. Also gar nicht jetzt mal so, dass man jetzt groß beleidigend ist, aber einfach die Art und Weise, wie man was ausdrückt, fühlt sich der Schweizer dann schon auch gerne vom Kopf gestoßen. Ja. Das war schon meine Erfahrung, dass man da ein bisschen mehr die Samtpfote auspacken muss. Ja, das stimmt vielleicht schon. Also ich meinte es eher so regional und natürlich ist es so, Deutschland ist ja riesig und ich meine nur schon da, ob jemand von Hannover kommt oder von Stuttgart, ist ein Riesenunterschied und bei uns genau gleich, ob jemand aus dem Tessin ist oder der Weltschweiz. Und ich finde, es gibt Unterschiede auch in der Sprache und ich glaube, weil wir so nah zusammen sind, spielen dann diese Feinheiten noch eine größere Rolle. Aber grundsätzlich sind wir nicht so weit auseinander kulturell, wie man vielleicht manchmal aus den Medien meinte, Das ja. stimmt absolut, ja. Jetzt hast du schon gesagt, der deutsche Touristen sind natürlich viel in dem Eck auch unterwegs. Logisch, Nachbarland und Schaffhausen hat sicherlich eine ganz schöne Anziehungskraft für allerlei Touristen. Sind es dann, die es zu euch nach Stein verschlagen, sind es dann eher Tagestouristen, der auf der Durchfahrt oder wie muss man sich das vorstellen, wenn der Deutsche jetzt bei dir ist, weil du gesagt hast, deswegen komme ich drauf, dass der Konsum oder der Verkauf von deinen Weinen oder der Weine aus der Region generell eher Richtung Schweiz orientiert ist. Wie passt das zusammen oder wie kommst du dazu, deiner Meinung nach? Ja, also Stein am Rhein ist von Touristen sehr stark besucht und die meisten Touristen sind Tagesgäste, die dann vielleicht auch mit dem Bus kommen, sich das Städtchen ansehen und wieder zurückfahren. Und nicht unbedingt jetzt da einkehren oder groß einkaufen aus ein paar Souvenirs. Es gibt aber Touristen, die aus den Nachbardörfern umliegend kommen, auch auf deutscher Seite, die kommen dann mit dem Fahrrad, kommen auch zu mir in meine Weinstube und konsumieren da und schätzen das sehr. Aber die Leute, die von weiter her kommen und das Preisgefüge nicht so kennen, die staunen dann schon halt über die Weinpreise, weil es da doch sehr große Unterschiede gibt zwischen Deutschland und der Schweiz. Und ich merke dann auch, dass sie eher nicht bereit sind, große Mengen zu kaufen oder dann vielleicht nur eine Flasche oder so. Gut, das wäre jetzt Ja. im Sinne des Zeitgeistes natürlich angebracht, dass man sagt, man legt auf Qualität Wert, lieber ein bisschen weniger dafür, höherwertigeres. Also da würde ich Ja. jetzt noch gar nicht sagen, dass das jetzt eine schlechte Entwicklung ist, aber der Grund, und wir haben es in dem Podcast ja schon mehrfach thematisiert, auch im Gespräch,
Mit dem Liechtensteiner Wein kam das ja schon auf. Ja, man ist es nicht gewohnt. Das Preisniveau ist einfach ein anderes. Und dann ist die Kaufzurückhaltung jetzt nicht unbedingt im Sinne der Qualität da, sondern einfach auch, um die Ausgabe zu limitieren. Das, glaube ich, muss man, so ehrlich muss man sein. Stein am Rhein, ich habe mir ein paar Bilder angeschaut. Also sehr, sehr schön. Viel tolle Architektur, viele Fachwerkhäuser, viele Wandgemälde in der Stadt. Also fast wie eine Postkarte oder ein Miniaturwunderland fast, ne? Ist Wahnsinn, ja, ist wirklich wie so, das stimmt, sagst du genau richtig. Das ist, wenn man das erste Mal sieht, es ist klein, aber so pittoresk und schön, schön gelegen und mit diesen Malereien und die Rebberge ist wirklich ein wunderbarer Ort zu besuchen für Urlaub oder eben auch zum Leben mit einer Familie, wie wir das tun. Ja. Super. Ja. Dann kommen wir mal auf den Wein zu sprechen, Michael, weil das Erste, was ich mal wissen wollte, jetzt bist du an der deutschen Grenze. Ich hoffe, ich finde auch noch Gesprächspartner aus dem Wallis, aus der Zentralschweiz sozusagen. Gibt es denn auf der deutschen Seite deines Wissens nach in der Ecke unmittelbar um dein Weingut herum auch Weinbau oder ist der tatsächlich in dem Eck, wenn man es so sagen möchte, ist es da eher tatsächlich nur auf Schweizer Weingebiet oder gibt es dort auch deutschen Wein? Doch, es gibt auch deutschen Wein, gerade am Nordhang des Bodensees gibt es auch Weingebiete. Ja. Ich muss aber ehrlich sagen, dass ich da weniger Verknüpfungen habe oder die Weine auch nicht so gut kenne von dieser Ecke. Mhm. Wir sind halt auch organisatorisch und in Verbänden, alles in die Schweiz nach Schaffhausen orientiert. Und natürlich, wenn man mal einen Ausflug macht oder so, dann kostet man da die Weine, die durchaus sehr gut sind. Aber ja, das ist, glaube ich, das Nächste so am Nordende des Bodensees. Das, was ich auch im Kopf hatte, also ich glaube, ich habe es auch schon mal in einem Blogbeitrag beschrieben. Meersburg, genau. Super, ja, ganz tolle Weine. Da bist du jetzt aber schon zu weit gesprungen. Ich dachte jetzt in der Ecke um Radolfzell, aber ich meines Wissens gibt es da auf der deutschen Seite eigentlich nichts Nennenswertes oder Großes. Genau, nichts Größeres. Ja, es gibt kleine Weingüter, kleine Rebhänge auch in den Nachbargemeinden, aber eher so klein, sehr kleine. Okay. Aber jetzt am Rhein selber, an der Schweiz, auf der Schweizer Fläche, hat Weinbau in der Ecke durchaus Tradition dann, oder? Ja, auf jeden Fall. Also gerade in Stein am Rhein über tausendjährige Tradition. In der ganzen Nordschweiz wird schon sehr lange Weinbau betrieben. Das auf jeden Fall, ja. Und wie ist es mit der, weil mein großes Thema ist ja Wein aus deutschsprachigen Ländern, weil natürlich ist es immer ein bisschen verwegen, sage ich mal, so viele Nationen und Weinbaugegenden über einen Kamm zu scheren. Aber trotzdem habe ich schon festgestellt, dass es allein durch die Sprache eine gewisse kulturelle Nähe gibt, die sich auch letzten Endes im Weinanbau und in der Weinbereitung in vielerlei Details niederschlägt als Gemeinsamkeit. Wie würdest du es dann sagen jetzt, was so die Tradition des Weinbaus in Stein angeht? Weil da wurden ja die Grenzen auch ständig verschoben und Handel betrieben. Also der Austausch, meine ich, war ja wirklich ausgeprägt. Würdest du sagen, es gibt dort größere Unterschiede, wie jetzt in der Nordschweiz Wein gemacht wird im Vergleich zu Baden? Oder ist das sehr nah aneinander? Ja, ich denke, dass wir natürlich schon etwas durch unsere Strukturen beeinflusst wurden. Also die klimatischen Verhältnisse sind ja sehr ähnlich jetzt wie in Südbaden. Und darum wäre der Sortenspiegel sehr wahrscheinlich ähnlich, obwohl dann schon auch spezielle Sorten wie Trollinger oder so ins Spiel kommen, die bei uns gar keine Rolle spielen. Die spielen auch nur in Baden eine Rolle. Genau. Ja, da wollen wir nicht näher drauf eingehen. Ja. Aber es ist schon so, dass man natürlich über die Grenze schaut, was da passiert. Man hat auch durch die sprachliche Nähe, kann man da auf Studien der Hochschulen und so weiter zugreifen und profitiert da in gewissermaßen. Vielleicht mehr jetzt wie wir von der französischen Schweiz, obwohl viele auch Französisch sprechen, aber ich merke da schon, dass wir eher in den deutschsprachigen Raum orientiert sind, was Wissenschaft oder Zukunftsforschung in Weinbau angeht. Und darum spielt das absolut eine Rolle, was in Süddeutschland und Österreich abgeht, auf jeden Fall. Ja. Trotzdem ist es so, dass natürlich auch in Deutschland, ich denke mal in der Schweiz ist es ähnlich,
Der Weinbau an sich halt schon auch von Zentralorganen geprägt ist, also sprich von den Vermarktungsorganisationen, von den legislativen Organisationen, die Weinbaurecht als Rahmen für euch schaffen und damit euch quälen oder Möglichkeiten bieten, je nachdem, wie man es sehen möchte. Aber das ist schon ein Stück weit immer zentralisiert, zumindest jetzt aus der deutschen Perspektive. Also da muss man sich schon auch einfach an die eigene Nation richten. Und da hilft es ja nichts, wenn jetzt die Landesgrenze vielleicht 5 Meter weg ist. Trotzdem musst du dich halt an die Vorgaben und bist auch eingebunden wahrscheinlich in irgendeiner Vermarktungsstruktur, was dann einfach den Unterschied macht, oder? Wie stellt sich das in der Schweiz dar? Ja, das ist absolut so. Also ich möchte das nicht nur schlecht betonen. Ich finde, gerade in Schaffhausen haben wir sehr früh zum Beispiel auf die Mengenbegrenzung gesetzt. Und das hat schlussendlich die Qualität unseres Weines hervorgebracht. Also man kann sagen, ab den 90er Jahren wurde der Wein erst dann richtig gut, weil man ein Bewusstsein geschafft hat und eben die Qualität halt staatlich reguliert hat. Und ich denke, diesen Schritt hat es irgendwann einfach gebraucht. Darum würde ich nicht alles schlecht abtun. Und speziell ist natürlich schon auch das, unser Markt ist ganz auf die Schweiz gerichtet. Wir haben keinen ausländischen Markt, also circa 1% des Schweizer Weins wird exportiert und das ist für uns das Maßgebende, denke ich, was den Weinbau beeinflusst hat in der Vergangenheit, ja. Würdest du es gern internationaler sehen? Ist das ein Bestreben, was man in der Gesamtschweiz vielleicht sieht? Eigentlich ist es ja schön, wenn aller Wein im Inland getrunken wird, weil das sind die treuesten Kunden. Man sieht das an Krisen und das ist, die sind bereit, den Preis zu bezahlen, die das hat, die kriegen mit, was man leistet. Das schon, vielleicht wäre es manchmal wertvoll, wenn einige Spitzenweingüter so im internationalen Wettbewerb sich mehr tummeln würden, wie das in Österreich der Fall ist, weil ich durchaus glaube, dass es in der Schweiz sehr, sehr hohe und gute Winzer und Önologen gibt, die da dem Wettbewerbsumfeld gewachsen wären, dem internationalen. Ja. Ja, ein Spätburgunder Winzer ist ja quasi ein Leuchtturm für einen Schweizer Wein, der auch natürlich international bekannt ist. Gampenwein an der Stelle kann man Genau. auch sagen, hat schon eine enorme Strahlkraft, aber nicht in der Form, muss man vielleicht auch dazu sagen, nicht in der Form, dass es jetzt ein Aushängeschild wird oder als Werbung begriffen wird im Ausland, weil er, denke ich, da fast schon eine zu ausgeprägte Sonderstellung hat und für sich mehr gesehen wird. Klar ist, kommt dann die Kuriosität, nenne ich es jetzt mal, immer noch dazu, dass er Schweizer ist, ja, das schon. Aber was ich nicht feststelle, ist, dass viele sagen, ma, jetzt habe ich den Wein von dem und dem probiert. Ich meine, die spielen preislich ja eh nochmal in einer ganz anderen Kategorie, in einer anderen Liga mit. Aber dass man sagt, ja, wir hatten jetzt hier mal so einen sagenumwobenen Wein von dem oder dem Winzer, lass uns mal mehr Schweizer Wein entdecken. Den Schritt habe ich jetzt selten erlebt, muss ich sagen. Ja, das stelle ich auch fest. Natürlich spielt da auch die Verfügbarkeit eine große Rolle, weil die Strukturen der Schweiz sind einfach zu kleinräumig, um da Großexport zu machen. Also es gibt einige große Firmen, die immer ein bisschen dieselben Weine, wenn ich das so sagen darf, exportieren. Aber ansonsten ist es auch einfach schwer, an die Weine zu kommen aus dem Ausland. Und ja, ich habe einmal versucht, mit einem Kollegen etwas aufzubauen, der hat da in London gelebt. Und wir haben das aufgegeben, weil es einfach gar nicht möglich war, so die kleinen Strukturen in der Schweiz so zusammenbringen, dass man etwas exportfähiges, Gutes hinbringen würde. Ja. Du, dann greife ich die Frage einfach schon mal vorweg. Kann man denn deine Weine beziehen, auch als Deutscher? Oder gibt es da irgendeine Möglichkeit, abgesehen jetzt vielleicht von einem Weingutsbesuch, gibt es irgendeine Möglichkeit, die Weine zu bestellen oder sich liefern zu lassen? Ja, also auf jeden Fall. Also es ist unser Online-Shop ist auf die Schweiz ausgerichtet, weil wir ja das einfach unser Hauptmarkt ist. Aber wenn man mich anschreibt und per Mail, dann da mache ich eigentlich alles. Ich freue mich auch mit allen in Kontakt zu treten und da eine Lösung zu finden. Das Beste ist immer noch mit dem Fahrrad über die grüne Grenze zu fahren, den Wein so zurücknehmen. Aber Und du nimmst auch selbstverständlich. Euro oder muss man erst Ja, hingehen? nein, nein, wir sind uns gewohnt. Wir haben eben durch den Durchgangsverkehr schon viele Euro-Kunden auch. Das Okay, ist kein Problem, ja. gut. Ja. Nichtsdestotrotz, liebe Hörer, verlinke ich natürlich den Online-Shop auch in den Shownotes, sodass er da
bequem draufkommt und da natürlich dann auch die Kontaktadressen, E-Mail-Adressen dann von Michael finden werdet. Jetzt sind wir schon bei dir, Michael. Vielleicht erzählst du uns ein bisschen, wie es du zum Wein kamst, ob das familiäre Gründe hat oder einfach hedonistische Gründe. Was hat dich zum Wein gebracht? Beides, ja, danke. Nein, natürlich bin ich in eine Bauernfamilie reingeboren, in eine Weinbauernfamilie. Meine Eltern waren die vierte Generation, die diesen Betrieb führten. Und das Spannende ist eigentlich, dass jede Generation Weinbau etwas anders betrieben hat. Ich persönlich habe einen anderen Weg eingeschlagen und bin erst vor kurzem als Quereinsteiger wieder zurückgekehrt auf den Betrieb. Wir halten den Betrieb nicht mehr als Mischbetrieb. Also meine Eltern hatten noch Kühe, Schweine, Ackerland. Und wir machen reinen Weinbau. Das ist jetzt das Spezielle unserer Generation. Mein Großvater wiederum hat Weinbau betrieben und selbst gekeltert. Mhm. Das ist ja bei uns speziell. Und das war so mein Einstieg in den Weinbau, also dass ich einerseits von meiner Familie her natürlich immer nah am Wein war und dann der klassische Weg einfach, dass mich Wein sehr interessiert und ich sehr neugierig bin, auch auf internationale Weine und ich einfach gerne Wein habe als Produkt und so die Spiegelung in alle Länder, das liebe ich halt sehr, diese Eigenheiten, Typizität des Weins. Das ist so mein Einstieg in Wein, also familiär und auch aus Interesse, ja. Und hättest du dich jetzt nicht noch umentschieden, hättest dann einen anderen Nachfolger oder gegeben, der den Betrieb übernommen hätte? Nein, es war so, mein Vater ist überraschend verstorben und wir haben uns immer für die Weinberge interessiert, aber es war halt etwas zu früh, sage ich mal. Und wir haben uns dann relativ schnell entschieden, das zu übernehmen. Und wenn ich von wir spreche, dann bin das ich mit meiner Familie und meinem Bruder. Wir arbeiten zusammen. Speziell, er ist eigentlich Braumeister. Wir haben eine kleine Brauerei zusammen. Und so führen wir die beiden Betriebe zusammen. Und wir haben noch zwei Schwestern, die sind aber wiederum gut versorgt. Und es war eigentlich ist alles so aufgegangen, wie es sein muss, sage ich mal, ja. Das heißt, du bist jetzt so ein Spätberufener, hast dann wahrscheinlich deinen in Anführungszeichen normalen Beruf aufgeben müssen und bist jetzt da quasi hauptberuflich, aber tätig im Weinbau. Ja, das ist korrekt, genau. Also ich finde Weinbau auch einen normalen Beruf. aber das ist genauso, ja. Wir haben das 2019 erst war das der Fall, wo ich dann den Wechsel gemacht habe und jetzt hauptberuflich Weinbauer bin. Jetzt hast du schon gesagt, die 90er Jahre waren die Zeit, wo Umdenken stattgefunden hat, von Menge zu Qualität. Ich denke, das ist das Zeitfenster, wo es in den meisten europäischen Anbaugebieten, die nicht eh schon auf Qualität gesetzt haben, aber dort Vorschub geleistet worden ist. Das ist 30 Jahre her, das ist quasi schon eine Generation. Würdest du jetzt sagen, da bricht jetzt wieder irgendwas Neues an, was du jetzt quasi als neue Generation als Mission siehst, als Ziel. Wie gehst du das so ideologisch an, sage ich mal, so einen Weinbau zu betreiben? Spannende Frage. Also für mich ist das ganz klar die ökologische Revolution. Ich denke, wir sind jetzt die Generation, die da, also nicht, dass früher nichts gemacht wurde, aber wir müssen da einen Schritt vorwärts machen und vor allem beim Rebbau ansetzen und etwas Umdenken muss da stattfinden, dass man halt der Natur mehr Platz gewährt oder ich sage besser, mit der Natur näher zusammenarbeitet. Und man merkt auch, dass das dem Wein keinen Abbruch tut, sondern eher gut tut der Qualität, wenn man einfach sich den ökologischen Herausforderungen annimmt und die im Weinbau einfließen lässt. Also kann man sagen, wenn die letzten, sagen wir mal, vielleicht 30 Jahre geprägt waren durch die Qualitätssteigerung, wird die nächste Zeit sicherlich geprägt sein durch Nachhaltigkeit und Ökologie letzten Endes. Ne? Das ist auch mein Gefühl, was ich so. Da bin ich der festen Überzeugung, dass das so sein wird, zumindest in unserer Region, in unserem Betrieb ganz sicher. Ja. Da spielt natürlich die Betriebsgröße auch eine ganz entscheidende Rolle. Ich denke, alle Weinerzeuger, die mehr in der handwerklichen Ecke unterwegs sind. Also da geht es einfach um die Betriebsgröße. Da kann man auch keine scharfe
Trennlinie ziehen, weil es auch sehr große Betriebe gibt, die nachhaltig wirtschaften. Aber das, die ganze Idee, die ganze Überzeugung, denke ich, kommt schon eher aus dem handwerklichen Bereich. Und man erkennt jetzt einfach auf breiter Basis, dass es ohne dem mittelfristig einfach nicht mehr gehen wird. Heißt das für dich, dass du auch in Zukunft irgendeine Zertifizierung erreichen möchtest, falls du sie eh schon nicht hast, zählst du in die Liga rein, die sagt, ich bin von dem, was ich mache, überzeugt und da brauche ich kein Etikett dafür, sondern es hat einfach Hand und Fuß auch im Rahmen der Nachhaltigkeit? Ja, dadurch, dass wir eigentlich die meisten Weine direkt verkaufen an unsere Kunden, bin ich im täglichen Gespräch und darum hat sich so ein bisschen die Label-Diskussion und die Etikett-Diskussion erübrigt, weil ich finde, ich kann das sehr gut kommunizieren, die Bemühungen, die wir tätigen. Aber ich denke, in Zukunft werde ich das irgendwann anstreben, einfach, dass ich noch den Siegel drauf habe und dass man das auch wie beweisen kann. Mhm. Aber eigentlich ist es für mich viel wichtiger, mit den Leuten im Gespräch zu sein, durch Führungen im Rebberg, durch Degustationen und da aufzeigen, was passiert. Und es passiert wahnsinnig viel und das ist sehr schöne Arbeit eigentlich. Mhm. Ja. Das heißt, du bewirtschaftest dann ökologisch nachhaltig oder auch biodynamisch oder alles aus das Beste aus allen Welten oder wie was machst du konkret? Ja, wir haben eben 2000 übernommen und ich muss ehrlich sagen, da war ich etwas überfordert mit allem und wir haben schrittweise umgestellt. Also ein guter Freund der Familie hat mich da auch gut beraten und haben dann schrittweise halt zuerst Herbizidverzicht, keine chemisch-synthetischen Düngung. Und jetzt in diesem Jahr werde ich das erste Mal keine chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmittel ausbringen. Das ist so der nächste Schritt für mich. Ich habe jetzt gerade einen biodynamischen Grundkurs belegt. Diese Philosophie macht mir Spaß und leuchtet mir ein und ich werde sicher auf dieser Schiene weiterfahren. Ich finde auch, man darf dieser Sache Zeit geben und für sich selber eine Strategie zurechtlegen. Also es muss kein abrupter Wechsel sein. Wichtig ist, dass man sich Mühe gibt und in die richtige Richtung arbeitet. Meine ich, ja. Ja, ich denke, das geht dem Weinberg ja ähnlich. Ja, wenn du da jetzt die Produktionsmethode, Anbaumethode umstellst, der braucht ja auch seine Zeit, um sich auf das neue Gleichgewicht im Weinberg einzustellen. Das geht auch nicht von einem Jahr aufs andere. Da, denke ich, kann man auch nicht die Brechstange ansetzen. Da gibt es sehr viele Faktoren, auf die man halt achten muss, weil du musst ja trotzdem über diese Umstellungsphase ja auch kommen. Ja, du musst ja trotzdem dort Wein anbauen, der den Leuten schmeckt, der gekauft wird, um den Betrieb zu sichern. Ist ja jetzt nicht nur eine reine Verwirklichung von einer eigenen Ideologie oder was auch immer, sondern der Betrieb muss laufen, der Weinberg muss sich umstellen und so geht es dann letzten Endes in den meisten Fällen Hand in Hand, dass das ein mehrjähriger Prozess ist, wo man auch ständig noch weiter dazulernt und sich beraten lässt von Leuten, die es vielleicht schon länger machen. Ne? Genau, ja, korrekt. Ja. Warum ich es so spannend finde, mit dir zu sprechen, ist, du bist ja jetzt kein, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, ein Vollwinzer, hätte ich jetzt genannt, sondern du konzentrierst dich auf einen wichtigen Produktionsschritt, nämlich den Traubenanbau letzten Endes. Also ich weiß nicht, ob das despektierlich klingt, aber man hätte das früher, glaube ich, als Traubenbauer vielleicht bezeichnet, ne? Ja, ja. Und genau, vielleicht sagst du mal gerade, warum das attraktiv ist, warum das Sinn für dich macht und wo darin die Vorteile liegen. Ja, also wir sprechen immer von drei Disziplinen. Das ist der Rebbau, was halt eben die Traubenproduktion anbelangt, dann der önologische Teil, die Arbeit im Keller und schlussendlich der Verkauf der Weine. Und wir konzentrieren uns auf die beiden Disziplinen am Anfang, also Traubenproduktion und den Abverkauf der eigenen Weine. Und der önologische Teil, den macht eine befreundete Familie von uns, die Familie Stamm in der Nähe, in Thayingen ist das. Und einerseits ist das so gewachsen, weil wir eben die Strukturen so verlangt haben, dass man sich vor 30, 40 Jahren zu Genossenschaften zusammengerauft hat, um besser Wein produzieren zu können. Dann haben viele aufgehört zu keltern. Und jetzt ist eher wieder ein bisschen eine Gegenrichtung der Trend. Und andererseits ist für uns das einfach gut, weil ich mich dann voll auf die Arbeit im Rebberg konzentrieren kann und andererseits auf die Arbeit im Verkauf. Und ich kann so für mich mit den Besten des Fachs zusammenarbeiten. Also wir können im önologischen Teil auf den besten Kellermeister der Region, auf die besten Anlagen
der Region zurückgreifen und haben so perfekte Weine. Mhm. Und das ist für mich, macht das absolut Sinn so. Natürlich wäre ich auch gerne Önologe oder würde mir das meine eigenen Weine ausbauen. Aber aufgrund der Struktur ist das nicht möglich. Also das sind große Investitionen, ein riesen Know-how. Und ich bin sehr glücklich, dass ich da einfach auf diese befreundete Familie zurückgreifen kann. Mhm. Ja. Und du hast ja gesagt, du hast ursprünglich mal als was anderes gearbeitet. Ich nehme auch eine andere Ausbildung gemacht. Das heißt, du hast dich dann auch nochmal fortgebildet mit dem Fokus eben auch nur auf Weinanbau. Oder wie muss man sich das vorstellen, wie du da die Kompetenz erlangt hast? Ja, also der Teil des Weiber habe ich halt seit meiner Kindheit mitbekommen und immer mitgearbeitet. Mhm. Aber hier spielt vor allem meine Mutter eine wichtige Rolle, die sehr viel Erfahrung hat. Und ich habe keine Weiterbildung besucht. Ich habe zuerst gedacht, eine Winzerlehre sei noch nötig, aber eigentlich die Arbeit im Rettberg ist die Erfahrung, würde ich jetzt sagen, Mehrwert und Gespräche mit befreundeten Winzern oder der Familie. Im Verkauf, ich habe früher im Tourismus gearbeitet und denke, ich bringe da schon einen breiten Rucksack mit, um diese zweite Disziplin gut abdecken zu können. Und das macht mir auch sehr große Freude, also diese beiden Disziplinen zusammenzuführen und eben Weine selber zu verkaufen, Degustationen abzuhalten. Das ist so mein Steckenpferd, ja. Ja, gut, ich meine, das haben wir jetzt auch an der Stelle schon öfters gehabt, dass der Austausch mit Winzerkollegen sehr, sehr wichtig ist, mit befreundeten Betrieben. Aber natürlich auch, hat man auch schon öfters gesagt, mit dem Verband, mit den Hochschulen oder Rebzuchtanlagen, gibt ja mehrere Anlaufstellen, wo man sein Know-how hat. Aber sag ich mal, das Wissen, was über Generationen weitergegeben wird, ist natürlich auch nicht zu verachten. Da muss es jetzt gar nicht unbedingt einen schulischen Rahmen haben, weil der große Vorteil ist natürlich, wenn du jetzt familiäres Wissen hast oder regionales Wissen hast, das natürlich extrem gut adaptiert ist auf die Rahmenbedingungen, wie du sie halt vorfindest. Ja, da lernst du vielleicht 90% der Sachen, die du lernst in der Ausbildung, die pauschal allgemein richtig sind und ein gutes Rüstzeug darstellen, ja, das schon. Aber was natürlich für die den Weg über die Ausbildung oder Schule gehen und sich dann irgendwo niederlassen, wenn sie denn nicht aus einer Winzerfamilie kommen, müssen sich natürlich auch erstmal mit den vor Ort Gegebenheiten anfreunden, auseinandersetzen, ihren Weinberg kennenlernen und schmeißen auch vieles zum Teil auch wieder über den Haufen, was sie vielleicht gelernt haben in der Theorie oder in der Halbpraxis. Also insofern ist es gar kein Mangel, weil natürlich du jetzt mit deinen Wissen über mehrere Generationen natürlich genau das mitbekommen hast, was für euch am besten halt an der Stelle genau funktioniert, ne? Ja, genau. Und ich denke auch, dass jetzt ist wieder so ein Umbruch, wie ich gesagt habe, bezüglich Nachhaltigkeit und Ökologie. Das sind so neue Themen und da nehme ich mir lieber ein Stück heraus und bilde mich so spezifisch weiter. Oder die ganze Piwi-Geschichte, also pilzwiderstandsfähige Rebsorten, das ist so ein großes Feld, das sich öffnet, dass man sich oder ich für mich lieber dann so spezifisch weiterbilde. Mhm. Ja. Was ich mir in der Vorbereitung noch überlegt habe, ist, zunächst mal muss man vielleicht den Hörer sagen, das ist gar nicht so selten, dass es Leute gibt, die Weinbau betreiben wie du. Und trotzdem gibt es die andere Seite ja auch, hat man ja auch schon öfters, dass viele Betriebe Trauben zukaufen. Ja? Das heißt, es gibt einfach eine große Anzahl an Weinbauern. Wir hatten es in Südtirol zum Beispiel, in dem Genossenschaftsverband, in dem ganzen Setting, ist das ja das Rückgrat der Südtiroler Weinerzeugung, dass es viele Leute gibt, den Nebenerwerb, die nur anbauen, zwar mit einem relativ starren Korsett, mit Vorgaben, was sie machen, wie sie es machen, das schon, aber eigentlich die Leute dort in den wenigsten Fällen, kann man in der Anzahl zumindest sagen, tatsächlich den Wein auch selber vergären. Insofern ist das durchaus üblich, auch wenn es der normale Kunde in Deutschland zumindest oft nicht so vorgelebt oder erklärt bekommt, weil man immer davon ausgeht, alles aus einer Hand. Die Person baut den Wein an, die erzeugt den Wein, die füllt ihn ab und die verkauft ihn auch letzten Endes. Das ist so ein bisschen die Standardvorstellung, befürchte ich mal, die so vorherrscht. Aber was ich meinte, auf was ich kommen wollte, ist, es gibt ja auch in Frankreich zwei bekannte Weinbaugebiete, wo sich die Philosophie entscheidend unterscheidet. Ja. Das eine ist Bordeaux, würde ich mal sagen, wo man einfach sagt, der Wein entsteht im Keller.
Im Wesentlichen, das ist die Überzeugung, schlägt sich ja auch interessanterweise in der Klassifikation nieder. Das ist ein sehr wichtiger Baustein, um die Region zu verstehen und auch den Hintergrund der Klassifikation zu verstehen, dass man dort eben sehr stark auf das Chateau fokussiert ist. Und da steckt im Prinzip die Idee dahinter, der Wein wird im Keller gemacht. Andere Seite, und da komme ich jetzt zu dir endlich, jetzt habe ich ganz schön weit ausgeholt, ist das Burgund. Und da hat man eben die Philosophie, der Wein entsteht letzten Endes im Berg. Und oder anders gesagt, man kann im Keller nichts verbessern, man kann nur das erhalten, was die Natur abliefert. Und von der Philosophie jetzt heraus macht es natürlich schon auch Sinn, zu sagen, man gibt den Kellerteil, den önologischen Teil ab. Natürlich wirst du auch Gespräche führen und deine Vorstellungen äußern und Verkostungen machen und eine Feedbackschleife wird es natürlich auch geben, das natürlich alles schon. Aber, und jetzt komme ich auf die Frage, hast du auch letzten Endes die Philosophie, dass du sagst, der Wein entsteht letzten Endes im Berg und da habe ich die größten Stellschrauben in der Hand und das Vergären an sich ist nötig, aber das sehe ich nicht als den entscheidenden Schritt an. Würde ich nicht so extrem ausdrücken. Also ich glaube, es ist eine genau diese Abfolge, die zu gleichen Teilen zu bewerten ist. Ich glaube, dass die Arbeit im Rebberg, das Terroir, alle Einflüsse unglaublich wichtig sind und dass man da sehr viele Grundlagen für einen guten Wein legen muss. Und im Keller kann man diesen Wein einfach noch vergolden oder veredeln. Mhm. Und man sieht auch da Unterschiede in der Region von den verschiedenen Önologen. Also es ist ein wahnsinnig wichtiger Teil und ich glaube, es ist wichtig, dass dieser Kellermeister oder Önologe die Weine versteht, richtig lesen kann und so richtig behandeln kann im Keller. Und darum würde ich beide Teile zugleich gewichten. Und ich glaube, auch dieses System ist nur möglich, weil wir einen engen Bezug zu dieser Familie haben, die uns die Weine macht. Und nur so entstehen schöne, große Weine. Ich glaube, beides braucht einander und es ist nicht ein Entweder-Oder, würde ich sagen. Ja. Also würde ich schon sagen, es kommt letzten Endes schon auch, ja, du hast es gerade schon gesagt, also es ist schon sehr, sehr wichtig, dass du da einen engen Kontakt mit demjenigen hast, der die Weine dann für dich bereitet. Der vielleicht stilistisch auch in dieselbe Richtung geht, der vielleicht die Rebsorten auch selber kennt. Ich weiß nicht, der Betrieb, der die Weine, die er vergärt, baut der selber auch an oder ist es dann quasi nur ein Kellerbetrieb? Doch, der baut selber auch an, ist auch hat etwas größer wie wir. Und ich lehne mich auch im Sortenspiegel stark an Sie an oder lasse mich auch beraten. Es ist nur schon darum wichtig, um die richtigen Lesezeitpunkte, Säurewerte, Süßewerte, halt genau richtig zu matchen. Also es braucht einen sehr engen Austausch. Und für mich ist es manchmal so, als hätte ich einen Kellermeister im Keller angestellt. Es ist einfach eine Kommunikation, die gut aufgebaut ist, die funktionieren muss. Aber es ist für mich eigentlich gar nicht so speziell, dass dann die Weine nicht bei uns auf dem Hof fertig ausgebaut werden. Ja. Und wenn die Weine dann im Keller sind, wie muss man sich den Arbeitsablauf dann oder die Zusammenarbeit vorstellen, besser gesagt? Also fahrst du da jeden Tag hin und oder leitest die an? Wie muss man sich das vorstellen? Ja, es gibt also die Zusammenarbeit ist vor allem im Herbst sehr stark, wenn es um die Weinlese geht. Und da bin ich natürlich im täglichen Kontakt, nur schon wegen dem Traubenaustausch. Und so die Weine, die wir jedes Jahr in einem ähnlichen Stil herausbringen möchte, die werden dann von Ihnen begleitet, also im Keller. Und da darf ich mitdegustieren oder mitentscheiden, wenn es große Entscheide gibt. Aber da habe ich volles Vertrauen, dass die Jahre und die Qualität so herauskommt, wie es sein muss. Spannend ist dann, wenn wir neue Projekte angehen. Jetzt haben wir gerade einen neuen Schaumwein nach der traditionellen Methode, der herauskommt. Und da gibt es dann eine etwas intensivere Zusammenarbeit, wo mehr degustiert wird, wo man mehr diskutiert. Und das finde ich natürlich auch sehr spannend, da ein Teil davon zu sein und mitbestimmen zu dürfen, ohne in der Endverantwortung zu stehen. Und du hast ja auch zum Teil, wir kommen gleich auf dein Sortiment zu sprechen, aber was ich jetzt an der Stelle nochmal spannend finde, ist, du hast ja zum Beispiel auch ein Chardonnay aus dem Barrique, sprich du hast Weine, die im Holzfass liegen. Sind es dann deine Holzfässer? Kaufst du die? Sind die da vor Ort oder sind es auch die von der Kellerei? Ja, das gehört alles der Kellerei. Also wir greifen da komplett auf die Infrastruktur der Kellerei zu.
und dürfen da die Holzfässer benutzen oder eben welche dann gut geeignet sind für welchen Wein. Ich bezahle dann einfach wie die Arbeit, die im Keller gemacht wurde. Okay. Ja. Aber die müssten sicher, das ist jetzt schon sehr im Detail, aber ich denke, die müssten sicher eigentlich auch von ihrer Kapazitätsplanung her, von der Betriebsgrößenplanung her, ich weiß jetzt nicht, in was für ein Verhältnis die Größen sind, aber Holzfässer sind teuer, ein rares Gut. Die werden ja auch sehr made to order quasi für die einzelnen Kellereien bestellt und gemacht. Also was ich damit sagen will, es stehen nicht einfach irgendwo 10 Holzfässer rum in aller Regel, sondern das muss ja schon abgestimmt werden und muss ja auch zu deiner Stilistik passen. Da kann man auch nicht absolut, einfach jedes Fass nehmen. Ne? Nein, absolut. Und darum braucht es auch eine gute Planung halt, wie gerade wenn wir jetzt zum Beispiel Rebberge dazu pachten oder Neubepflanzungen machen, dann muss ich halt vorher das besprechen. Und das ist also wirklich ein sehr freundschaftliches Verhältnis und nicht so für mich überhaupt kein Problem. Schön auch zum Beispiel, dass den Weinen wird sehr viel Zeit gelassen. Also die lagern relativ lange im Holz und das Spezielle ist auch, dass sie mit Schaffhauser-Eiche arbeiten, also einheimischer Eiche größtenteils, was halt noch mehr Eigenheit diesen Weinen gibt. Und ja, das ist ein reger Austausch, was da am besten halt zum Wein dann passt oder was nicht, ja. Jetzt, wenn man jeden Schritt der Produktionskette macht, dann hat man einen relativ vollen Jahreskalender. Zugegebenermaßen ist die Vegetationsphase, ja, jetzt abgesehen vom Holzfassausbau, aber wo man aktiv was macht, ist die meiste Zeit natürlich im Weinberg. Ich denke mal, Winterschnitt geht's los, kann man vielleicht sagen, im Februar. Den hast du wahrscheinlich schon hinter dir im Wesentlichen. Das würde jetzt auch schon munter ausgetrieben haben. Thema Spätfrost, weiß nicht, ist das ein Thema? Graut's euch schon? Ja, das ist wirklich in den letzten Jahren immer bis Mitte Mai halt bis zur kalten Sof wie den Eisheiligen gab es nochmal Frost, da ist man immer stark angespannt, ja, auf jeden Fall. Ich habe es letztens auch überlegt, letztes Jahr war es ähnlich, da war der März auch schon sehr warm, die Vegetationsphase ist sehr, sehr früh gestartet, dann war der April auch sehr durchwachsen und ich glaube letztes Jahr gab es keinen Spätfrost, vor 2 Jahren gab es dann in Franken zumindest, am 9. Mai oder so war da nochmal Frost, aber ich denke mal im Weinberg, du wirst schon drin gewesen sein, ist schon der Austrieb ordentlich angeschoben worden jetzt die letzten 10 Tage, oder? Nein, wir sind etwas zurück, auch zum letzten Jahr, fast 2 Wochen würde ich sagen, im Rückstand, auch durch die kalten Nächte, die es noch lang gab. Trockenheit spielt eine Rolle. Wir hatten auch im letzten Jahr Frost und gerade die frühen Sorten haben da stark gelitten. Aber jetzt gab es noch keinen Austrieb. Jetzt bin ich gespannt, wie es nach dem aktuellen Niederschlag dann ausschaut. Und wenn es wieder warm wird, dann wird es schnell losgehen. Ja. Aber hier jetzt, also hier bei uns die Vegetation, die hat jetzt extrem angeschoben. Klar, die Nächte waren noch unter Null zum Teil. Aber die Knospen, es sind schon im Wollstadium bei vielen Bäumen oder Sträuchern, da ahne ich nichts Gutes. Weil wenn da nochmal so ein Kälteeinbruch kommt, es ist einfach schon deutlich fortgeschritten jetzt bei uns eben und da kann schon der Schaden kommen. Aber ich wollte eigentlich auf den Jahresablauf sprechen. Wenn man dann sich das anschaut, dann sagen wir mal, ist im September, spätestens Oktober ist die Lese zu Ende, wenn man jetzt einen Eiswein außen vor lässt und dann gibst du deine Trauben ab. Dann wird wahrscheinlich Oktober, November nochmal spannend sein, wie das dann im Keller verarbeitet wird oder wurde. Wenn ich jetzt so mich selber reden höre, denke ich mir, ja, so viel ändert sich dann eigentlich auch nicht jetzt zum Vollwinzer, oder? Nein, ich fahre dann einfach 2 Monate in Urlaub. Ja. Nein, das Schöne ist natürlich für mich, und das ist auch einer der großen Vorteile, dass wenn die Trauben geerntet sind, kann ich mich voll auf Verkaufsaktivitäten konzentrieren. Und das ist eine sehr spannende Zeit vor Weihnachten. Da passiert sehr viel in Degustationen, Anlässe, Geschenke, Verkäufe. Und das ist sehr spannend, weil ich da sehr viel Zeit habe, um mich da reinzuknien. Wir haben verschiedene Verkaufsstandorte mit Stein am Rhein und bis nach Zürich. Und ich kann mich dann da stark dem Thema hingeben, bevor es im Rebberg wieder losgeht. Ja. Okay. Auf was ich jetzt noch gerade gestolpert oder drüber gestolpert bin, wo du gesagt hast, du passt dich mit deinem Rebsortenspiegel dem verarbeitenden Betrieb an. Das wisst ihr, liebe Hörer, das geht auch nicht von heute auf morgen. Man kann mindestens 5 Jahre veranschlagen von der Neuanpflanzung bis zum ersten Wein, den man sich auch verkaufen traut. Das heißt, was bedeutet das, wenn du sagst, du stellst dich auf die ein? Ist das jetzt eine Tradition bei euch im Betrieb, dass erstens mal gibt es wahrscheinlich einen
typischen Rebsorten spiegelt für diese Gegend, wo sich einfach bestimmte Rebsorten bewährt haben. Da wird man jetzt wahrscheinlich gar nicht so viel geändert haben, aber die eine oder andere Rebsorte wird er ja trotzdem ausgetauscht haben oder neu angebaut haben, ne? Ja, das ist so. Also so eben grundsätzlich gilt zu sagen, die Burgundersorten Pinot Noir, Chardonnay und auch Riesling Silvaner sind sehr prominent bei uns. Also Spätburgunder über 60% in der Region. Und wenn es um neue Sorten geht, dann ist natürlich erstmal wichtig, dass der keltende Betrieb eine ähnliche Philosophie hat wie wir. Und bei uns ist so die Strategie halt, dass man pilzwiderstandsfähige Sorten erstmal in Betracht zieht. Und ich habe jetzt in den letzten Jahren immer welche gepflanzt und glücklicherweise eben auch der keltende Betrieb hat diese Sorten. Und da ist auch eine Diskussion miteinander, was man halt da macht, auf was man setzt. Und schlussendlich muss ich jemand haben, der mir daraus einen guten Wein keltert, sonst bringt der Anbau gar nichts. Aber ich bin glücklich, dass da die Philosophie und die Strategie eigentlich ziemlich gut übereinstimmt. Ja, das war jetzt natürlich schon das nächste Stichwort. Piwis spielen in der Schweiz im Verhältnis zu Deutschland eine viel größere Rolle. An was liegt das? So, ich denke, das Klima spielt sicher eine Rolle. Also ich kenne mich nicht wahnsinnig gut aus in Deutschland, aber bei uns gibt es halt schon auch durch Rhein, Bodensee lange feuchte Blattnassdauern. Zwar nicht viel Niederschlag, aber lange Blattnassdauern, was halt schon auch dann für Piwis spricht, dass man weniger behandeln muss. Also weniger Mehltau-anfällige Sorten. Kann ich sagen, inwiefern politische Schritte auch noch eine Rolle spielen oder Forschung, aber eigentlich gibt es auch viele Piwi-Sorten aus Deutschland, die in der Schweiz Erfolg haben. Also ich kann jetzt weniger für Deutschland sprechen, aber in der Schweiz ist schon eine Bewegung da. Jetzt gibt es auch Anzeichen, dass der Bund Anreize setzen will, wenn man Piwis pflanzt. Das ist noch nicht beschlossen, aber kommt sehr wahrscheinlich. Und dann glaube ich auch einfach, dass der Markt bereit ist für neue spannende Sorten, die sehr gut kommen, auch als Wein, ja. Was hast du für Piwis im Anbau? In der Flasche habe ich nur Muscaris. Den bauen wir einerseits als trockenen Wein, den du auch degustieren wirst, aus, und einerseits als Perlwein, als Schaumwein. Und dann habe ich angebaut Sauvignac und Sauvignon Gris im letzten Jahr. Die sind aber noch nicht in der Flasche. Also da ist noch kein Ertrag im Moment bei diesen Sorten. Mhm. Und ich überlege gerade noch so die roten Sorten, das ist etwas schwieriger, da bin ich noch so im Entscheidungsstadium, was als nächstes kommen soll in den kommenden Jahren. Ja. Und die Cabernet d'Orsa ist keine Piwi? Nein, ist leider keine Piwi. Ja. Aha, weil das dachte ich nämlich jetzt. Und was ist Cabernet d'Orsa? Das ist eine Kreuzung aus Cabernet Sauvignon und? Meinten sie ursprünglich, aber es ist eigentlich Blaufränkisch und Dornfelder. Was ich mich fast nicht zu tragen sagt, aber es ist ursprünglich meinte der Züchter, dass Cabernet Sauvignon drin sei, aber man hat dann im Labor herausgefunden, dass da andere Züchtungspartner drin sind. Nichtsdestotrotz eine sehr, sehr spannende Sorte für diese Region, in unserer Region, aber leider halt etwas Mehltau-anfällig. Ja. Mhm. Ja, ich meine, wenn man jetzt sich Blaufränkisch vorstellt und Dornfelder, dann ja, kann man da schon drauf kommen, dass da ein Cabernet vielleicht drin ist, ja, weil der Dornfelder bringt sicherlich die fette Farbe, der Blaufränkisch hat ja ein relativ straffes Tanningerüst, was ein Cabernet auch auszeichnet. Gut, Blaufränkisch hat halt immer diese starke Wacholdernote, die man jetzt von Cabernet her nicht kennt, deswegen da geht es ja oft eher in so Cassis Richtung. Ich bin dann gespannt, wir probieren den Wein ja auch noch. Geschmacklich wahrscheinlich hat es vermutlich gar nicht mal so viel mit Cabernet Sauvignon zu tun dann am Ende, oder? Ja, überraschend ist schon, dass man sich da vorstellen könnte, dass Cabernet Sauvignon ein Elternteil ist, wenn man den degustiert. Also ich denke da mehr an Cabernet Sauvignon als an Dornfelder, wenn ich den degustiere oder trinke. Ja. Blaufränkisch kommt schon eher in Frage, aber vom Geschmacksprofil nicht unbedingt ganz. Wobei ich sagen muss, dass wenn ich verschiedene Cabernet d'Orsa trinke aus der Region, sich da sehr unterschiedliche Geschmacksprofile entwickeln können. Mhm. Je nach Böden oder Einflüssen, sonstigen Einflüssen. Gut, wenn man jetzt gemein ist, könnte man sagen, das ist durchaus ein Vorteil, wenn was nicht nach Dornfelder schmeckt. Genau. Könnte man sagen. Ja. Könnte man auch ausschneiden. Ja, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, ist Dornfelder nach wie vor mengenmäßig die wichtigste Rebsorte in Deutschland beim Rotwein.
Nach Spätburgunder, glaube ich, ist es. Nach Platz 2 ist es, genau. Ja, ja, genau. Ja, spricht auch nicht für uns aus Weinkonsumland, aber sei es drum, das ist ein anderes Thema. Genau. Was hast du sonst noch? Räuschling ist auch eine traditionsreiche Rebsorte, aber auch keine Piwi, ne? Leider auch keine Piwi, aber ich muss sagen, die ist jetzt auch im letzten Jahr, als wir viel Nässe hatten, sehr gut durchgekommen. Räuschling ist sehr alt, glaube ich schon über 600 Jahre, kommt aus Süddeutschland ursprünglich, wird jetzt aber nur noch in der Nordschweiz angebaut und passt halt sehr, sehr gut zu hiesigem Essen, zu Käsen, zu Fischgerichten. Ein wunderbarer Wein, der auch nicht vergleichbar ist mit anderen. Also der hebt sich heraus durch eine spannende Säure-Tanninstruktur, die ich sehr, sehr interessant finde. Ja, werden wir auch gleich probieren. Dann habe ich noch das Thema auf dem Zettel Qualitätsstufen. Du als Ursprungsbezeichnung hast du ja jetzt Stein am Rhein auf deinen Weinen stehen. Ich weiß gar nicht, wie ist Schaffhausen dann organisiert, was Ursprungsbezeichnungen Qualitätsstufen angeht? Ja, bei uns, also der AOC Schaffhausen steht ja überall noch hinten auf dem Etikett beschrieben. Genau. Das ist so die oberste Qualitätsstufe. Darunter käme dann Landwein, den man halt auch dann in größeren Mengen ernten dürfte. Mhm. Aber das ist so die AOC-Kontrolle, die Mengen vorgibt und die Qualität prüft in Schaffhausen, ja. Und der Lagengedanke, spielt der eine Rolle? Ist der im Aufkommen? Oder? Ja, auf jeden Fall. Kommt ganz sicher auch mit diesen Themen, dass man halt eben mehr zu Boden- und Region-typische Weine ausbaut, dann spielt der auf jeden Fall eine Rolle. Ich muss sagen, dass aber Stein am Rhein halt ein relativ kleines Gebiet ist mit ähnlichen Eigenschaften. Ja. Also drängt sich jetzt nicht unbedingt auf, weil einfach die unterscheidbare Vielfalt gar nicht so groß ist, dass sich das jetzt aufdrängt, dass man da noch in Lagen unterscheidet. Ja, wir haben halt relativ einen großen Sortenspiegel, den wir dann halt lagenspezifisch anbauen und dann sagt eigentlich die Sorte und der Name schon sehr viel aus über Wein. Mhm. Aber es ist nicht so, dass das nicht auch ein Thema wäre, gerade bei den Spätburgundern da noch Lagenbezeichnungen einzufügen. Ja, ja. Und du hast es jetzt schon gesagt, großer Sortenspiegel, wie viele verschiedene Rebsorten baust du an? Es sind 9 im Anbau jetzt, eben 7, die wir im Verkauf haben auf der Flasche. Ich denke, das ist für die Größe eher viel, wird auch ungefähr so bleiben. Eben vielleicht wird die eine oder andere Sorte mal noch verschwinden und gegen eine Piwi ausgetauscht. Das könnte sein. Ja. Mhm. Mhm. 9 ist ja schon eine ordentliche Anzahl, ne? Ich meine, ich klingt jetzt ein bisschen provokativ, aber normalerweise bin ich schon auch durch einen Feldversuch quasi überzeugt worden, dass eine Fokussierung auf wenige Rebsorten meistens ganz gut kommt, weil man einfach fokussierter an die Sache herangehen kann und damit vielleicht auch die eine oder andere Rebsorte in der Lage halt besser kennenlernt. 9 ist jetzt sicherlich nicht übertrieben. Es gibt in Deutschland eine ganze Reihe von Winzern, die noch viel mehr anbauen, wo man einfach dann schon ins Grübeln kommt. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass man bei 15 Rebsorten, um jetzt irgendwann eine Hausnummer zu nennen, alle gleich gut behandeln kann. Ja. Wenn man jetzt an große Weinbauregionen denkt, dann ist es schon meistens so, dass die sich auszeichnen durch einen relativ überschaubaren Rebsortenspiegel eigentlich. Ne? Ja, das ist korrekt. Aber für mich ein weiterer Vorteil, mit dieser größeren Kellerei zusammenzuarbeiten, das ist nur möglich. Wenn ich selber alles keltern würde, würde ich sehr wahrscheinlich auch mich auf 3-4 Sorten beschränken. Aber natürlich kann ich da auf die Infrastruktur zurückgreifen, die dieselben Weine auch ausbauen. Und es ist natürlich schon so, dass bei uns das Mikroklimat eine große Rolle spielt. Durch die unterschiedlichen Lagen eignen sich sehr unterschiedliche Rebsorten in den verschiedenen Böden und Lagen. Also wir haben zum Teil unterschiedliche Blattnassdauern von bis zu 3 Stunden. Und da muss man einfach andere Sorten setzen, was dann Boden und Klima sehr gut widerspiegelt. Und demnach finde ich, spielt das in dieser Rolle, mit dieser diversen hügeligen Landschaft, macht es absolut Sinn, diese Sorten, die richtigen Sorten an dem richtigen Ort anzubauen. Und die Geologie, ist die, also das schwankt es auch stark oder ist das eher einheitlich in eurer Ecke? Es schwankt, wir haben eher
Leichte Böden, also wenn man sonst Schaffhausen anschaut, das Hauptweinanbaugebiet um Hallau rum, hat sehr schwere Böden oder schwere Böden. Bei uns ist kiesig-sandig, so Molasse-Sandstein, oben Nagelfluh, leichte Kalkanteile, gibt etwas leichtere, finessenreichere Weine als im Rest vom Kanton, aber sehr, sehr eigene Weine. Also man schmeckt da wirklich deutlich Unterschiede, wenn man Weine von hier degustiert oder vom Rest des Kantons. Okay. Ich denke, dann wird es langsam Zeit für die Praxis. Ne? Bin ich jetzt sehr gespannt. Freundlicherweise hast du 6 Weine mir zugeschickt, 2 mal für eine ruhige Stunde. Genau. In der Hinterhand. Und wir werden jetzt insgesamt 4 Weine probieren. Ihr hört es vielleicht, liebe Hörer, ich bin mir auch nicht so schade, wie schon mehrmals an dieser Stelle, auch mit einer Erkältung Weine zu probieren. Das ist einfach, da muss man Profi genug sein, dass man das auch unter diesen Umständen macht. Aber wenn ich nicht die ganze Komplexität heute erfasse, dann sei es mir verziehen, hoffe ich zumindest. Wir fangen an, oder mal andersrum gefragt, wir haben es schon eingangs gesagt, am besten schreibt man dich an, wenn es um den Bezug geht, oder besucht dich. Wie hältst du es mit den Öffnungszeiten von deinem Verkostungsraum? Bist du da auf Wochenendgäste eingestellt? Also es ist für mich ein ganz wichtiger Teil, Gäste zu empfangen. Wir haben 3 Standorte mit 3 verschiedenen Öffnungszeiten, sieht man auf der Webseite. In Stein am Rhein immer Donnerstagabends habe ich ein Weinrestaurant. Im Weingut samstagmorgens kann man Weine beziehen. Und ansonsten bin ich sehr offen für Degustationen, für Gruppen, für Führungen im Rebberg. Das ist für mich ein schöner und wichtiger Teil, den ich sehr gerne mache. Wichtig ist einfach, dass man mich genügend früh kontaktiert, weil ich schon recht ausgebucht bin diesen Sommer. Aber wenn ich Zeit habe, dann empfange ich jeden sehr, sehr gerne. Was heißt früh genug, um ein Gefühl zu bekommen? Also jetzt nächstes Wochenende wäre zu knapp wahrscheinlich. Ja, meine Frau hat mich schon darauf hingewiesen, ich solle keine neuen Termine mehr annehmen dieses Jahr, weil sie Angst hat, dass die Familie zu kurz kommt. Ich schaue natürlich auch darauf, dass dieses Gleichgewicht stimmt, dass ich ab und zu mit der Familie noch einen Tag habe. Aber ich meine, probiert kann man es immer. Aber so die Wochenende sind halt jetzt in diesem Sommer schon sehr stark besucht. Ja, dann fangen wir einfach mal an mit dem ersten Wein. Und zwar haben wir gesagt, wir probieren den Reuschling aus Erstes. Sag vielleicht nochmal 2, 3 Sätze zur Rebsorte an sich, was es mit der auf sich hat. Ja, eben Reuschling, wie gesagt, eigentlich aus Süddeutschland, aber jetzt haben wir Schweizer, die für uns gewonnen. Ich glaube, es gibt sie nicht mehr groß in Deutschland. Ich glaube, dieser Wein passt einfach sehr gut in die Region. Es ist ein frischer, knackiger Wein, der eben zu Süßwasserfischen sehr gut passt, für mich ist es der beste Fondue oder Raclette-Wein, weil er eben doch eine dominante Säure hat, die sehr schön eingebunden werden kann, und darum passt er einfach gut zu den Speisen, die wir hier in der Region anbieten. Die Traube selber ist sehr, sehr ertragsreich, gibt schöne, volle Trauben, und speziell ist auch, der Wein schmeckt nach den Trauben, also wenn man die Trauben konsumiert, isst, riecht, dann erkennt man die im Wein wieder. Das ist etwas Schönes. Er braucht eine gute Lage, kann man noch sagen. Also das ist nichts für eine W-Lage. Der Reuschling, der wächst bei uns in einer sehr warmen Ecke. Gibt sehr viel Laub, ist eine arbeitsintensive Rebe, aber man wird belohnt durch einen sehr speziellen Wein. Spannend vielleicht auch, dass genau diese Sorten werden immer je länger mehr nachgefragt. So die speziellen autochthonen Sorten, die nicht überall auf der Welt zu konsumieren sind, die sind immer sehr beliebt. Ja. Also das wäre jetzt die nächste Frage noch gewesen. Das kann man als autochthone Rebsorte bezeichnen. Also ist eine sehr alte Rebsorte, wo man jetzt also aus einer natürlichen Kreuzung entstanden. Ist jetzt keine gezüchtete Rebsorte. Genau, ja, richtig. Also ich kenne die Definition von autochthon nicht genau, aber wir benennen es so. Weil sie nur noch hier in einer geografischen eingängigen Region stattfindet oder herkommt. Ja, also bevor ich schnüffel hier schon rein, bin schon sehr begeistert, aber ich komme immer noch auf die Flasche zu sprechen. Also ich finde erstmal euer Etikett sehr ansprechend. Das hat mir sehr gut gefallen, weil es zwar schon bunt ist, aber einfach reduziert, vielleicht ein bisschen spartanisch klingt jetzt blöd, aber es ist
einfach ansprechend. Also ich finde es einfach von der Farbwahl auch schön. Ich denke, ihr arbeitet auch jetzt mit die Gelbtöne reserviert ihr für die Weißweine wahrscheinlich, ne? Und für die Rotweine habt ihr diesen Bordeaux-violetten Farbton gewählt. Ja, genau. Die Idee ist eigentlich, dass wir mit dieser Traube immer die Geschmacksfarben so ein bisschen symbolisieren. Mhm. Also die Farben, die der Wein dann auch zum Ausdruck bringen soll, soll man farblich halt erkennen und so eine Idee bekommen, visuell, wie der Wein schmecken könnte. Ja. Das An der Stelle wollte ich auch nochmal auf meinen Online-Weinkurs hinweisen, nämlich der 13. Weinkurs geht es um Wein-Speisen-Kombination und da würdet ihr dann auch erfahren, warum jetzt zum Beispiel dieser Wein, wie Michael es gerade beschrieben hat, gut zu Fondue passt. Das erfährt ihr dann auch, wie man praktisch vorgehen kann, wie man einen passenden Wein zu einem gegebenen Menü finden kann. Auf der Rückseite, 12% Alkohol, auch eher auf der tendenziell vielleicht niedrigeren Seite, aber 12% ist für Weißwein ja durchaus normal. Und eben AOC Schaffhausen als Ursprungsbezeichnung. Ne? Das heißt, ja. Ist das eine Rebsorte, die eher weniger Zucker bildet? Ja, und man schaut auch, dass man sich halt relativ früh holt, um diese Säurewerte nicht zu tief zu halten, weil das würde die Struktur des Weines dann etwas vernachlässigen. Also die Säure gehört zum Räuschling. Man lässt den nicht allzu lange hangen, sage ich mal, und nicht zu viel Zucker bilden bei der Lese. Darum auch die tiefen Alkoholwerte. Okay, ja, weil ich dachte im ersten Moment, als ich es gelesen habe, Räuschling, vielleicht ist es ein Hinweis, dass es besonders alkoholstarke Weine sind, aber genau das Gegenteil ist der Fall eigentlich. Gell? Ja. Ja, farblich eher blasser Wein, würde ich mal sagen, und blasses Zitronengelb, schön transparent, aber eher farbschwach. Ne? Das ist jetzt bei Weißwein alles nicht so ein Riesenthema, aber es gibt natürlich schon Weißweine, die viel intensiver sind. Ich habe jetzt hier nicht das allerbeste Licht, muss ich sagen, aber ja, es ist einfach ein schönes, wie sagt man da, ja, ein blasses Zitronengelb, so würde ich es einfach beschreiben. So ein bisschen kupferfarbene Reflexe vielleicht. Den Wein, der wird filtriert, abgefüllt? Ja, genau, der wird filtriert, ja. Genau. Ja, von der Nase her, er wandelt sich jetzt auch. Was ist die perfekte Serviertemperatur? Du hast es mir schon geschrieben. Ja, ich würde einfach nicht zu kalt gehen oder den auch etwas früher aus dem Keller holen, damit der nicht zu kalt ist. Er macht zwar Spaß zum Trinken durch die Säure, wenn er kalt ist, aber der darf schon etwas wärmer werden mit der Zeit. Und es passiert genau das, was du sagst, die Aromen ändern sich natürlich stark oder schön, wenn er etwas wärmer wird. Also was man aus allererstes merkt, ist einfach eine ausgeprägte Mineralität. Ja. Das hat schon sowas Flintiges. Mich erinnert es auch an nassen Stein, vielleicht so ein bisschen Feuerstein, so ein bisschen rauchig trifft es nicht, aber es ist dieses Mineralische einfach. Ich glaube, das ist ein Begriff, der jetzt schon durchgesetzt hat. Gepaart halt mit einer Frische, die so ein bisschen Richtung Limette geht. Für mich vielleicht ein bisschen Mandarine, ein bisschen Steinfrucht, so Weinbergspfirsich kann ich mir da ganz gut vorstellen. Aber auch dieses Traubige, was du gesagt hast, ne? Das kommt schon auch noch mal schön zur Geltung. Also durchaus ein komplexer Wein, soweit ich das jetzt hier mit meiner Nase da bestimmen kann. Und ja, wenn er wärmer wird, dann zeigt sich die Frucht auch stärker, finde ich. Ne? Ja, absolut. Geht auch ein bisschen in die Breite, scheint mir so zu sein. Ja, und ich finde auch, es kommen ein bisschen neue Komponenten dazu dann, wenn man das so aufmacht. Ja, fast schon tropisch. Also so Passionsfrucht, Maracuja, so im Anflug jetzt nicht dominant, das ist jetzt auch nicht schwer oder breit oder sowas, das überhaupt gar nicht, aber so ein bisschen eine Exotik bringt er schon auch mit. Das ist so. Was mich fasziniert immer bei dem Wein, dass er immer sehr viele Facetten mit sich bringt und je nach Laune oder Tagesform kann man sich da verschiedene Sachen rausriechen. Wichtig ist einfach nicht, wenn er die Kälte hat, dann muss er noch etwas, muss man sich gedulden, genau. Ja, die Säure ist schon dominant, das muss man schon sagen. Ist jetzt auch keine Rieslingsäure, also die Säurestruktur ist eine ganz, ganz andere. Ich würde sie als nicht so spitz beschreiben. Also die ist schon, also ich denke mal, BSA hat er nicht gemacht, ne? Das, nein. Nein. Man hat auch keine malolaktischen Noten oder so. Aber die Säure ist spannend, weil man
ja, so 0815-mäßig sagt man immer Säure, ja, nein, wie viel, keine Ahnung. Aber es unterscheidet sich eben schon auch, die Säurestruktur, die Art und Weise ist einfach unterschiedlich. Und beim Riesling ist es halt oft so, ist ja wie ein Florett auf der Zunge oder sehr spitz. Das ist jetzt hier nicht der Fall. Es ist schon prägnant, es ist für mich eher eine prickelnde Säure, die nicht, ob, trotz ihrer Stärke, jetzt nicht unbedingt unangenehm auftritt. Ja? Also ja, das ist ja oft schön. So beim Riesling, wo er polarisiert, wo die Leute sagen, es ist mir alles zu viel von Säure. Aber er hat die Knackigkeit, er hat die Frische, ohne jetzt von der Säure zu stark aufzudrehen, finde ich. Ja, genau. Ich spreche da immer von so einer mineralischen Säure, wie ich finde, aber das kann man anders verstehen. Und das eben da, wenn man jetzt etwas zu essen hat dazu, dann passt das halt sehr gut, diese sanfte Säure bindet oder rundet dein Essen sehr schön ab. Schmelz hat er auch hinten raus, da wird er fast ein bisschen cremig. Extrakt, würde ich sagen, hat er auch schon ganz gut. Ne? Ich weiß nicht, ja, macht er, ja. Hat der eine längere Maischestandzeit? Ja, aber ich kann dir nicht genau sagen, wie lange die Maischestandzeit war, aber der wird auf jeden Fall schon darauf geachtet, dass da noch was rauskommt oder übrig. Ja, also er ist auf jeden Fall eine tolle Extraktion, das muss man auf jeden Fall sagen, weil man einfach schon eine Aromaintensität hat und halt dieses Schmelzige hinten raus, stoffig so ein bisschen, hat man in der Regel halt eher, wenn die Extraktion länger geht, dass man halt dem Wein ein paar Stunden zumindest auf der Schale gönnt. Jetzt von der Farbe her würde ich sagen, kann es nicht allzu viel sein. Ich weiß jetzt nicht, die Rebsorte, ist die dünnschalig oder? Genau, ist halt, kommt nicht viel Farbe mit natürlich schon und darum mag es schon etwas vertragen, wenn man da etwas längere Maischestandzeit gibt. Ja. Ja, also ich finde es lecker. Ich finde es bekömmlich. Das ist vielleicht so ein Tipp, auch als Riesling-Alternative, vielleicht auch als Alternative für einen Silvaner. Jetzt aus deutscher Gaumen gesprochen, ja, wenn man jetzt einfach einen Hörer hat, wo er sagt, ich mag es kühl von der Stilistik her, ich mag es frisch, ich mag ein bisschen florale Aromen, mir ist Mineralität wichtig, aber ich stehe einfach nicht auf eine überbordende Säure, wo dann für viele einfach der Riesling ausgeschlossen wird. Da denke ich, ist das auf jeden Fall ein heißer Tipp, dass man mal vielleicht einen Räuschling probiert, wenn man, weil stilistisch ist er jetzt für mich nicht so weit weg von einem Riesling. Ja, er schmeckt natürlich anders, aber von der Gesamtstilistik, von dem, was der Wein sein möchte, denke ich, kann man ihn schon in die Reihe Silvaner, Grüner Veltliner, Riesling, kann man ihn schon einsortieren von seinem ganzen Charakter her. Aber die Säure finde ich einfach von den vier genannten jetzt vielleicht am bekömmlichsten. Ich bin ein bisschen unentschlossen, ob ich ihn jetzt aus Standalone-Wein unbedingt so toll fände. Also ich kann mir vorstellen, erstens müssen wir ihm noch mal ein bisschen Zeit geben vielleicht. Ich habe ihn jetzt auch, weil ich jetzt zurzeit eben wegen der Erkältung jetzt nicht viel Wein trinke, habe ich jetzt über Coravin ausgeschenkt. Das heißt, ich hebe mir den Wein auf, weil ich ihn dann noch mal auch gesund trinken möchte. Aber ja. Ich kann mir ihn als Essensbegleiter einfach sehr, sehr toll vorstellen. Ne? Ja, das ist seine Rolle. Da trumpft er auf, denke ich. Ja, genau. Ja. Super, wo liegt der preislich? Wir verkaufen den für 18 Franken, Schweizer Franken ab Hof. 18 Franken? Ja, genau. Die 7,5 Dezi Flasche. Ja, super. Ja, da braucht ihr nicht erschrecken. Ja, das ist einfach so. Also man kann das ja auch erklären, aber ich weiß es nicht. Ich tue mir da immer einen ab, weil ich einfach finde, dass es einfach wenig Sinn macht zu sagen, Chardonnay muss ich nicht aus dem Burgund kaufen, den gibt es auch aus Chile und da zahle ich nur ein Zehntel. Ja, jetzt mal so eine Schublade aufzumachen. Ja, das stimmt, aber es sind halt völlig unterschiedliche Weine. Und auch hier ist es jetzt einfach so, wenn ich eine Region bevorzuge, wenn ich einen gewissen Stil wünsche und dann muss ich einfach für diesen Stil das Geld hinlegen. Ja, es ist halt immer so verquer, weil man sagt, man zahlt das Geld für eine Rebsorte und am anderen Ende der Welt gibt es dieselbe Rebsorte für ein Drittel des Preises, ja, aber es ist halt ein anderer Wein und auch wenn die dieselbe Rebsorte verwenden, es ist halt nicht zu vergleichen. Und Schweiz ist halt teuer, Arbeitskraft ist teuer,
Die Bewirtschaftung ist beschwerlicher, Materialeinsatz ist teurer, vielleicht schon wegen der Betriebsgröße. So setzt sich halt der Preis zusammen. Und da kannst du nicht sagen, ja, Chardonnay kaufe ich nur aus Chile, weil er da am billigsten ist. Macht halt einfach keinen Sinn, meiner Meinung nach. Ne? Ja, finde ich auch schade eigentlich, wenn man das so denkt. Ich glaube, der Weinkonsument soll und muss neugierig sein und alles probieren. Mir ist bewusst, unser Preisniveau ist sicher hoch, gerade wenn man nach Deutschland schaut. Aber schlussendlich leben wir davon, dass die Leute dieses Geld zahlen für das, was wir machen, wie wir der Natur Sorge tragen, wie wir unsere Reben von Hand bewirtschaften. Und genau. Ja, davon ist es angemessen. Ich meine, was die Leute halt auch immer gerne vergessen, es will halt davon auch jemand leben. Ja, du hast Familie, du willst investieren, du willst eine Altersvorsorge betreiben, du brauchst Rücklagen für Jahre, wo es mal nicht funktioniert, wo der Ertrag wegen Wetterschäden oder was auch immer einfach geringer ausfällt. Das muss halt alles eingepreist sein und das berücksichtigen viele halt meiner Meinung nach nicht angemessen genug. Das Standardplädoyer zum Preis. Gut, dann kommen wir zum zweiten Wein, zum Muscaris. Da musst du natürlich jetzt ein bisschen weiter ausholen, was es mit der Rebsorte auf sich hat. Ja, gerne. Ja. Muscaris, das ist eben eine pilzwiderstandsfähige Sorte. Eine neuere Züchtung aus Solaris. Solaris war eben der pilzwiderstandsfähige Teil. Und der gelbe Muscateller, der man dann auch... in der Nase riecht man da die Verwandtschaft. Das ist meiner Meinung nach eine der ersten Piwis, der so in der Breite, gut aus dem Regent vielleicht, der es so in der Breite geschafft hat, eine gewisse Akzeptanz zu finden oder der jetzt auch hier im größeren Stil angepflanzt wird. Also es ist eine weiße Sorte, dickschalige Sorte, bildet viel Zucker, früh reif, ist im Rebberg nicht unkompliziert, also bildet relativ viel Laub. Gibt viel Arbeit, viel kleine Austriebe, sehr viel Handarbeit, aber geschmacklich eine tolle Sorte, die sehr viel Spielraum lässt. Wie gesagt, wir machen zwei Weine daraus. Einerseits diese trockene Version, die du im Glas hast, und andererseits ein Perlwein, ein Süßi mit Restsüße. Und das kann der sehr gut abhalten. Ich finde auch, gerade diese Weine, wenn man die vergleicht, gibt es sehr unterschiedliche Strukturen. Also auch bei dem Wein, den du gerade degustierst, die ganze Struktur, wenn man also nicht so viel Restsüße drin lässt, dann macht er schon, also gibt es eine schöne Struktur im Wein. Ich bin gespannt, was du gleich dazu sagst. Aber für mich so ein totaler Zukunftswein, den ich ganz sicher bin, der man noch viel hören wird und noch mehr angepflanzt wird in Zukunft. Mhm. Vielleicht so vom, wie wir den verkaufen, der geht einerseits im Sommer sehr gut als Apero-Wein, also Standalone-Wein, ist der einzige Wein für mich, den ich sehr gut zu gewürztem Essen und Sushi empfehle oder auch vielleicht so stärker gewürzten arabischen Essen empfehlen kann. Der macht eine sehr gute Falle neben diesen starken Gewürzen, weil er selber eine starke Aromatik hat und diese Version auch eine schöne Struktur. Ja. Ja, Solaris kennen viele vielleicht aus dem Hobby-Winzer-Bereich. Solaris ist, glaube ich, die weiße Rebsorte, die viele Hobbywinzer in ihrem Schrebergarten oder weiß der Teufel wo anbauen, weil sie einfach meines Wissens die Rebsorte ist, die auch im kältesten Klima eigentlich noch irgendwie ausreifen kann und im Anbau, jetzt vielleicht, wenn man jetzt nicht so auf Qualität achtet, sondern wo es einfach darum geht, dass da am Herbst dann was Reifes zum Hängen kommt, ist Solaris einfach die Wahl, die viele Hobbywinzer oder Schrebergärter oder was auch immer nutzen. Mhm. Die steht auch in bisschen Sylt oben, wird Solaris angebaut, weil sie einfach für marginales Wetter einfach sich ausgezeichnet hat. Solaris ihrerseits wiederum, ist da eine amerikanische Rebsorte eingekreuzt oder wie kam es zu dieser Pilzwiderstandsfähigkeit? Kann ich ja nicht mal sagen. Ich meinte, es sei aus Weinsheim, aber ich bin nicht ganz hundertprozentig sicher, wo Solaris genau herkommt. Oder ja, das reichen wir auf jeden Fall in den Shownotes nach, wo dann die Widerstandsfähigkeit letzten Endes herkommt. Muscaris, ich habe es noch nicht gehört, muss ich sagen. Also das ist ja, ich finde, der marketingmäßig die größte Hürde für die Peewees ist, glaube ich, ihr Name.
Weil gerade in Regionen, die halt sehr stark auf Rebsorten fokussiert sind, und das sind halt auch die deutschsprachigen Anbaugebiete, wo die Rebsorte immer sehr dominant auf dem Etikett steht und weniger die Herkunft und der Stil, sondern die Rebsorte. Und es klingt für mich immer so ein bisschen die ganzen Namen, jetzt nicht nur da. Wenn man auf hier in der Landschaft wohnen ja auch eher ländlich, wenn die Bauern da so Versuchsfelder haben, da enden diese Neuzüchtungen immer irgendwas hinten mit Is hinten raus. Ja, das ist so diese neuen Kartoffelsorten, da haben die ja auch immer so Fantasienamen. Und da viele Rebsorten klingen irgendwie in die Richtung so. Das scheint so dieser agrotechnologische Sprech sein, der da in der Namensgebung irgendwie sich niederschlägt. Was halt in vielen Fällen einfach nicht so charmant klingt, finde ich, oft wie alte Rebsorten. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber Muscaris klingt für mich jetzt zunächst mal tatsächlich eher technisch, wo jetzt nicht so eine Emotion mitschwingt irgendwie. Ja, spannend. Ist jetzt für mich, ich habe es auch nie so überlegt, aber du hast natürlich schon recht, diese technischen Namen, die vielleicht oftmals dann auch aus dem Versuch kommen, wo man versucht, zwei Partner im Namen auszudrücken, sind nicht immer ganz so romantisch. Aber ich denke, bei mir, bei meiner Größe, versuche ich einfach, diesen Namen Inhalt zu geben mit diesen Weinen. Bei Muscaris habe ich das noch nie so gehört. Der Name gefällt mir eigentlich gut. Es gibt andere, wo es dann schwieriger wird. Ich habe auch schon gehört, dass wir haben ja in der Schweiz Valentin Blattner, der ist ein bekannter Züchter. Und der gibt seinen Züchtungen immer Nummern, VB und dann irgendeine Nummer hinten dran. Und sobald die dann einen Namen bekommen, erscheinen die im Markt und haben Erfolg. Und vorher tümpeln sie einfach vor sich hin, weil man einfach sich nicht traut, mit dem rumzuschlagen. Aber ja, spannendes Feld, was man da noch mal erforschen müsste, wie die Namen dann schlussendlich wirken auf den Konsumenten. Ja, also ich habe da auch schon viel drüber nachgedacht. Und ich glaube, dass das tatsächlich die größte Hürde ist zumindest in den Absatzmärkten, wo die Rebsorte eine große Rolle spielt, weil viele einfach Weine nach der Rebsorte kaufen. Ja, sie wollen halt jetzt einen Riesling trinken. Und das ist einfach ein Käse, weil Riesling, ich komme jetzt halt auf den Riesling einfach, weil er einfach eine sehr breite stilistische Bandbreite bietet, nicht nur in Deutschland angebaut wird. Der größte Produzent ist zum Beispiel auch in Oregon, weiß auch keiner in Deutschland, ja, weil man es jetzt immer so in Beschlag nimmt. Riesling ist unsers, aber dass die Australier sehr auf Riesling abfahren und auch selber viel anbauen, weiß hier auch kaum einer. Deswegen glaube ich, besteht eine Chance darin, wenn der Trend sich durchsetzt, wieder mehr auf Stilistiken und Ursprungsbezeichnungen Wert zu legen, dass das eigentlich der stärkere Ausdruck ist, was ich in der Flasche erwarten kann, weil die Rebsorte ist, so wichtig sie ist, aber letzten Endes auch nur ein Steigbügelhalter meiner Meinung nach für eine gewisse Stilistik, macht es für mich einfach mehr Sinn, wenn man halt von einem Rheingauer Wein spricht, weil damit einfach viel mehr ausgedrückt wird und klar ist, was ich im Glas erwarten kann, wie wenn ich sage, ich hätte gerne einen Riesling. Und wenn wir da hinkommen, dass wir wieder mehr auf die Ursprungsbezeichnung Wert legen und die Rebsorte als Mittel zum Zweck verstehen, als einen ganz wesentlichen, aber trotzdem ist es nur Mittel zum Zweck, dass die ein bisschen in den Hintergrund tritt, denke ich, dann haben einfach die Pibis vielleicht eine ganz große Chance, einfach mit ihrer Stilistik in Erscheinung zu treten und nicht mit diesen unromantischen Namen einfach. Das ist da in die Richtung geht meine Hoffnung in Bezug auf Pibis eigentlich. Ja, sehe ich genauso. Ja. Wir als Kleine haben natürlich eher eine Chance, da die Konsumenten ranzuführen. Da ist der Name dann zweitrangig. Es geht dann wirklich um den Wein und die Region und alles rundherum. Ganz genau, ganz genau. Im Vorgespräch habe ich schon angesprochen, was mir jetzt an dem Wein auch gut gefällt. Also die Flasche ist eine 0,5 Liter Flasche. Und ich habe es ja schon erzählt, ich habe es im Burgund kennen und schätzen gelernt, weil es einfach zum Mittagstisch für zwei Personen ist eine 0,5 Liter Flasche einfach das Beste, weil nichts übrig bleibt, weil man den Rest des Tages nicht bedudelt verbringt. Kann auch schön sein, aber man will es vielleicht nicht jeden Tag haben. Deswegen ist der 0,5 Liter Gebindegröße, finde ich, einfach ideal. Also mich spricht es fast mehr an wie der 0,75 Liter. Wieso machst du in 0,5 Liter Flasche den Wein? Ja, ist eine spannende Frage. Ich finde, bei uns hat sich das stark geändert. Also nicht nur der Direktverkauf an
an Weinabholer, sondern auch in Restaurants wird immer mehr die Halbliterflasche nachgefragt. Ich denke, das allgemein mit dem Trinkverhalten hängt das zusammen, mit dem Autofahren danach vielleicht noch. Und der Vorteil für mich in einer Halbliterflasche ist erstens, dass man halt, wenn man zusammen eine Flasche trinkt, dann geht das gerade auf und man kann vielleicht vorher noch einen Weißwein zum glasweise zum Apéro nehmen. Und gerade bei den frischen Weinen, wie jetzt der Muscaris, der mit Drehverschluss kommt, da hören wir oft das Feedback, dass das eine perfekte Größe ist für ein Apéro, den man kühl stellen kann. Der wird nicht warm dann. Man könnte den auch wieder zudrehen, nochmal einen Kühlschrank stellen. Also eine gute Größe, die eigentlich so Sinn macht. Mhm. Die Herausforderung ist etwa, dass wir halt auch Kunden haben, gerade bei den Rotweinen, die lieber 7,5 Deziliter haben, und da allen gerecht zu werden, ist manchmal schwierig. Und auch so im Kellermanagement, dass man immer alles verfügbar hat, ist auch nicht ganz einfach. Mhm. Aber der Trend geht schon stark hin zu 5 Deziliter Flasche. Ja. Mhm. Ja, im Burgund war es natürlich so, das war an der Côte d'Or, Côte Nui, wo ich darauf gestolpert bin. Das heißt, ich hatte da hauptsächlich Spätburgunder in der Halbliterflasche. Da ist natürlich noch der Aspekt der Reifung sehr, sehr spannend, weil damit natürlich auch große Jahrgänge in der kleinen Flasche früher zugänglich werden, weil sie einfach schneller reifen. Spielt in der Gastronomie halt tatsächlich auch eine Rolle. Dass die Weine einfach früher ins Genussfenster kommen, weil das letzten Endes auch Lagerkosten spart. Ja, da merkt man mal, an wie viel Strauben da die Gebindegröße Einfluss hat. Ich habe es einfach genossen. Man kann es auch abkürzen. Ja. Ich finde es einfach toll. Die hatten eben dort auch alle Halbliterflaschen unter Naturkork. Du hast jetzt einen Schraubverschluss. Ich würde jetzt mal sagen, schließ daraus, dass der Wein jetzt eigentlich zum eher zeitigen Genuss wahrscheinlich gedacht ist, oder? Ja, genau. Also er wurde erst letztes Jahr abgefüllt, aber den ist man schon, den sollte man trinken im nächsten Jahr. Ja. Das ist so, ja, genau. Gut, die Farbe schon kräftiger, also der ein bisschen dickschaliger wird er wahrscheinlich sein, wie der Reuschling vermute ich mal. Also das, richtig, ja. Kräftigeres Zitronengelb, auch klar, ich denke auch wieder geschönt wahrscheinlich der Wein, ne? Ja, genau. Ja. Ja, was hat er für eine Nase? Also zum einen, also spannend, ändert sich jetzt auch. Zum einen natürlich, du hast es schon angeklingen lassen, die Muscatella-Verwandtschaft ist riechbar. Definitiv ist eine typische, also man riecht es raus, dass der typische Muscatella-Ton dazukommt, der eher immer so ein bisschen barock daherkommt, ein bisschen breit daherkommt, nicht oft so fein ziseliert, sondern eher ein bisschen stumpf, vielleicht kann man es auch sagen. Ist hier jetzt nicht der Fall, weil, obwohl er diese Muscatella-Note hat, wirkt er trotzdem frisch. Ja? Und das ist wahrscheinlich der Solaris, der da rauskommt. Ne? Ja, ja. Die Zitrusaromen spielen natürlich da auch rein. Ja. Hat aber auch was Mandeliges jetzt meiner Meinung nach. Geht schon. Ja, so ein bisschen nussigen Charakter. Marzipan wäre jetzt zu viel gesagt, weil er eben trocken ist, aber ich kann mir das schon vorstellen, dass wenn der jetzt mit einer Restsüße ausgebaut ist, mit einer deutlicheren Restsüße, dass der dann schon auch in die Richtung vielleicht schlagen kann. Ja, richtig, ja. Ja, probieren wir mal. Also ein bisschen Zuckerschwänzchen hat er. Das ist so, ja. Der hat 5,5 circa Gramm Restzucker, ja. Wird ausgebaut. Das heißt, du lässt die Gärung dann auch vorsätzlich stoppen, ne? Ja, genau. Beim Wein, ja. Und du machst Reinzuchthäfen, oder? Ja, das ist alles mit Reinzuchthäfen, genau. Ja, also es ist ein lustiges Spiel, weil in der Konstellation ist es ungewöhnlich. Zum einen hast du halt diese Muscatella-Noten, wie gesagt, eher so auf der barocken Seite. Aber durch die Säure wirkt da schon eher leichtfüßig. Ist jetzt, finde ich, gerade tatsächlich spannend, weil es relativ untypisch ist in der Konstellation. Ne? Ist oftmals, wenn die Leute den zum ersten Mal degustieren, dann kommt so die erste Welle, auch mit der Süße, die man spürt. Und dann gibt es wie eine zweite Welle, wo nochmal die ganze Struktur sich auftut und auch relativ lang am Gaumen ist. Und wo er dann auf einmal auch spannend als Speisebegleiter wirkt. Mhm. Also geht gut als Standalone, aber
Aber gerade zu gewürztem Essen oder so funktioniert er auch sehr gut. Mhm. Ja, am Anfang wirkt er breiter und mit dem Abgang wird er immer spitzer. Dann schlägt immer mehr so die Säure durch. Ja. Und so einen leichten orientalischen Touch kann ich mir da schon gut vorstellen. Also auch vom Geschmack her, denke ich, passt es tatsächlich gut. Also so, ja, du hast es schon gesagt, so arabisches Essen, warum nicht? So eine Falafel oder sowas. Toll. Ja, man muss sich da auch erstmal reindenken, weil es wirklich jetzt ein Wein ist, der ein bisschen ungewöhnlich ist. Genau, es ist wie ein, ja, man kann ja nicht, vielleicht auch wie beim Räuschling, also nicht ein klassischer Weißwein, diese Liga, sondern man muss den separat, fast separat betrachten, in einer separaten Kategorie. Und aber auch eher, gebe ich dir recht. Und hinten raus ist die Säure richtig prickelnd. Also es ist, wandelt sich komplett der Wein. Von Anfang bis Ende ist das eine richtige Reise, die man da im Mund mitmacht. Ne? Mhm. 12,5% ist, also man könnte da viel höher gehen, ne, sagst du. Genau, ja, genau. Aber auch da eben ist ein leicht, kann gut so getrunken werden, ist schön mit wenig Alkohol eigentlich. Das ist auch eher einem Trend entsprechend, denke ich. Mhm, absolut. Wenn man die so ausbaut, ja. Solange sie nicht zu süß werden dann natürlich. Ja, und das ist ja beim gelben Muscatella, bei allen Muscatella-Sorten so. Wir hatten es ja auch in dem Gespräch beim Gerhard Retter über Österreich, wo es über die Südsteiermark ging, wo der Muscatella auch eine große Rolle spielt. Und da auch der Trend da ist, den elegant feingliedrig zu machen und eben nicht, was der Muscatella halt auch gerne hat, gerade wenn es in der großen Menge gemacht wird, einfach eine Fruchtbombe ist mit zu viel Zucker, zu viel Alkohol. Mhm. Das muss man schon drauf haben, dass man da auch elegante Weine eben draus macht. Bei uns spielt sicher auch immer noch rein, dass die Weine halt in unsere Palette passen sollen. Also, dass man halt für jede Person und für jedes Gericht oder so eine schöne Palette hat. Ja, da spielt das sehr schön rein, der Muscaris, ja. Hat auch so eine herbe Note noch irgendwie. Was ist denn das? So Grapefruit oder? Ja, ich sage immer so Heublume kommen noch in den Sinn oder so ein bisschen was Grasiges, was sich da noch auftut. Ja, vielleicht strohig fast so, weil das so von der, da, das riecht fast so, geht so in Richtung so ein Heustadel, ja, wo einfach dieses trockene Heu dann drin liegt. Ja, ja schön, ja. Ja, ich probiere ihn auch nochmal, wenn ich wieder auf der Höhe bin. Jetzt freue ich mich besonders, weil ich ja so ein Chardonnay-Kasper bin. Gut. Ich bin einfach ein Chardonnay-Fan und stehe dazu und mag sie auch gerne aus dem Holzfass. Warum bei dir Chardonnay, warum auch in einem kleinen Betrieb die Allerweltsrebsorte Chardonnay? Weil er einfach besonders gut kommt in dieser Region. Also ich finde Chardonnay, ich liebe Chardonnay ebenfalls über alles. Und ich finde es halt auch darum spannend, weil er in jeder Region seine Typizität zum Vorschein bringt. Also was das Terroir anbelangt oder eben den Ausbau hier in dieser Version. Und schön bei uns finde ich, das ist ein feiner Chardonnay, also nicht diese Opulenz, wie man vielleicht von amerikanischen Chardonnays kennt. Die Feinheit des Bodens kommt zum Ausdruck. Nicht allzu lange im Eichenfass, also nur 4 Monate circa im Eichenfass gelagert. Und durch die Batonnage passt diese leichtige Cremigkeit, zieht sich von A bis Z schön durch. Und ich finde einfach, der Chardonnay hat seine Berechtigung hier, weil es einen wunderbaren Wein gibt, ganz einfach. Ja, Chardonnay, der hat halt auch so ein bisschen eine Tiefphase gehabt und wird halt auch oft verramscht und er wächst halt einfach überall. Ja. Deswegen ist er bei manchen nicht so gern gesehen, aber ähnlich wie der Riesling, denke ich, gibt es kaum eine weiße Rebsorte, die so eine breite Stilistik anbieten kann und so Qualitäten aufläuft. Und ich meine, ob man es jetzt in der Champagne hat, ob man es im Chablis hat, auch Kalifornien, wo es nicht nur überholzte Weine gibt, gibt es eh fast nicht mehr überholzte Weine. Also einfach eine ganz tolle Rebsorte, meiner Meinung nach, von den weißen Burgundersorten auch zweifelsohne die beste. Ja. Ich trinke zwar auch sehr gerne Weißburgunder, aber Chardonnay ist einfach meiner Meinung nach
über jeden Zweifel erhaben. Da ja. gibt es einfach nichts. Ja. Dafür hört man auch ganz oft an Degustationen, gibt es sehr viele Leute, die einfach kategorisch Chardonnay ablehnen, die ja. den nicht mal probieren. Da gibt's, finde ich immer schade, aber das gibt's halt, ist auch ein Teil dieser Entwicklung sehr wahrscheinlich, weil es ihn überall gibt oder auch eben verramscht wurde, wie du sagtest. Ja, in Kalifornien gab es dann den Ausdruck ABC. Als Gegenbewegung, ja, anything but Chardonnay, weil sie halt einfach übertrieben haben, weil man dann irgendwann auch keine Lust mehr hatte auf diese Holzextraktions-Eskapaden, aber ja, sei es drum. Mhm. Man kann Chardonnay auch anders machen und ja, hier, also von der Farbe her auch noch kräftiger, ich denke, das liegt jetzt natürlich auch ein Stück weit am Holzfassausbau, aber Chardonnay hat einfach oft ein bisschen ein kräftigeres Gelb, was hier auch einfach schön im Glas zu sehen ist. Ja. Und von der Nase her, typische Burgundernase. Ich habe ja auch ein bisschen diese Haselnuss, die er oft mitbringt, gerade jetzt aus dem Burgund auch. Holzfass kommt dezent rüber. Also ich finde, die Fruchtaromatik ist dominierend jetzt, zumindest ungeschwenkt. Und wenn, dann habt ihr ja schon öfters von mir gehört, deswegen riecht man erstmal ungeschwenkt rein und dann geschwenkt, weil da sich die unterschiedliche Flüchtigkeit der Arome einfach niederschlägt und der Wein einfach anders riecht, wenn man erstmal ungeschwenkt rein riecht. Und wenn, oft ist es so, dass die Holzfassaromen einfach die leichter flüchtigen sind und deswegen riecht man die im ungeschwenkten Glas oft stärker, wie sie eigentlich dann wirklich sind. Aber hier ist es selbst sehr dezent. Ein bisschen der vanillige Ton, ein bisschen so eine holzige, Süßlichkeit, würde man vielleicht, könnte ich vielleicht sagen. Ja, und geschwenkt. Nur, noch stärker die Fruchtnote. Ja. Also, wie du schon gesagt hast, sehr zurückhaltend das Holz eingesetzt. Schauen wir mal, ob die Batonnage sich im Mund zeigt. Also erstmal lecker. Mit Chardonnay kriegt man mich immer. Aber der ist einfach wirklich gut. Und was auffällig ist, was ich jetzt auch so über die ersten drei Weißweine so ein bisschen der rote Faden für mich ist einfach die Säure. Ich weiß nicht, ob das der Punkt ist, wo du versuchst rauszuarbeiten. Aber bei dir scheint die Säure oft so einen prickelnden Charakter zu haben. Das ist jetzt nicht was Saures, was einfach stumpf da liegt als Grundton, sondern die hat so was Vitales, was Ziselierendes, fast schon prickelnd, würde ich sagen. Ja, das ist lebendige Säure einfach. Das ist nicht was einfach nur sauer ist, sondern das hat eine ganz eigene Struktur, meiner Meinung nach. Ja, das finde ich sehr spannend, dass du das herausschmeckst. Das ist tatsächlich etwas, was so unsere Weine den Charakter geben soll, dass man halt eben lebendige Weine gibt, die sehr gut das widerspiegeln, was der Boden auch ausmacht bei uns. Hm. 2019, ja, ich habe jetzt gerade geschaut, ob da noch ein bisschen Gärkohlensäure drin sein kann. Ich weiß nicht, wie die jetzt abgefüllt werden, ob du das bewusst mit rein hast, aber ich würde dieses schöne, prickelnde, ohne dass es jetzt schäumend ist, es ist einfach was Vitalisierendes, hätte ich jetzt tatsächlich auf die Säure geschoben und weniger jetzt auf eine Imprägnierung beim Abfüllen oder irgendwas. Nee, gibt es eigentlich nicht, genau. Ja. Genau, ja. Ich habe die extra 2019er, ich finde das ein sehr schöner Jahrgang. Ja. Und er altert sehr, sehr schön. Also das glaube ich. Ja. Ja, also die Säure, Alleinstellungsmerkmal, würde ich fast sagen. Macht es für mich außergewöhnlich, macht es für mich speziell, macht es für mich auch interessant für viele, die gegen diese stumpfe Säure, die jetzt nur eben als Geschmacksrichtung empfunden wird, interessant, ja. Wenn die Leute diese Aversion haben, kann man da einfach mal auch demonstrieren, es gibt nicht nur Säure, ja, nein, sondern es gibt unterschiedliche Sorten, Typen, und da haben wir jetzt einfach was Schönes,
was belebend ist, was prickelnd ist, was vitalisierend ist, was ihn auch als Speisenbegleiter interessant macht, ja, weil es einfach einen auflockernden Charakter hat. Super. Ja. Ja, und was natürlich schon auch versuchen, ist halt haltbare Weine herauszubringen, die nicht stumpf wirken nach ein, zwei Jahren, sondern als erstes Mal warten wir länger mit Füllen, durch diese Säure leben sie länger. Mhm. Und gerade ist beim Chardonnay Barrique, der, wenn man den nach 5, 6 Jahren nochmal degustiert, verändert es sich nochmal total. Und auch durch diese Säure natürlich kann der noch etwas leben. Da haben wir diese schöne Zitrusfrische eingerahmt durch eine Nussigkeit auch, finde ich. Finde ich auch wieder toll. Mhm. Erinnert, also ich in der Blindverkostung würde ich ihn jetzt wahrscheinlich nicht ins Burgund stellen, aber so eine Erinnerung hat schon daran. Also diese Nussigkeit, die jetzt gerade für Meursault oder sowas immer sehr prägnant ist, dieser Haselnusston, der kommt hier auch ein bisschen durch. Also ich weiß nicht, ob Burgund für dich jetzt als Stilistik ein Vorbild ist oder ob du dich versuchst, da irgendwie anzunähern, aber wirkt für mich schon so, weil eine Säurebetontheit, die nicht zu breit, Holzfass schmeckbar, gerade im Abgang kommt es stärker raus, der Vanilleton nochmal. Aber weiß ich, da musst du selber sagen, würdest du sagen, du hast es als Vorbild, möchtest in die Richtung dich entwickeln? Ja, also für diese Weine, Chardonnay Barrique auf jeden Fall, ist für mich das Burgund auch, sage ich mal, eine Vorbildregion, aber natürlich beim Ausbau schaut man dann halt her, was die Trauben können oder was sie hervorbringen und passt dann halt die Stilistik so an, dass es Sinn macht. Ja. Und es sind natürlich etwas feinere Weine bei uns, aber ist sicher in die Richtung geht es bestimmt. Mhm. Ja. Ja, also einfach lecker. Die typische Burgundernote kommt mit raus, eben so, also ich, wo liegt der preislich denn? 21 Franken. 21, ja, ist für ein Barrique-Wein, also super. Definitiv. Ja. Sehr, sehr lecker. Also ich würde mir jetzt gerne nachschenken, aber wir haben noch einen Rotwein vor uns. Und zwar den Cabernet d'Orsa. Da ist auch wieder eine Rebsorte am Start, wo du ein paar Takte, glaube ich, verlieren musst. Ja, unbedingt, ja. Der Cabernet d'Orsa, wie gesagt, Züchtung Blaufränkisch Dornfelder. Auch eine neuere deutsche Züchtung, also ich meinte so 40, 50 Jahre alt, gibt es meines Wissens vor allem in der Schweiz, glaube ich, Süddeutschland, gibt es auch ein paar Gebiete. Dieser Wein sticht für uns heraus, weil er einerseits eine sehr hohe, eine schöne Ergänzung ist zu unseren Pinots. Er hat etwas mehr Kraft, etwas mehr Wucht, passt sehr gut zu gebratenen Speisen, zu Fleischspeisen, zu Grilladen. Und hat ein hervorragendes Alterungspotenzial. Ich hatte noch eine ältere Flasche mitgeschickt, einfach um das aufzuzeigen. Mhm. Das ist etwas schade, wenn man die fast zu jung trinkt, würde ich sagen. Die dürfen etwas reifen, auch so wie der gekeltert ist oder wie die Struktur dieses Weines ist. Braucht er etwas zu essen, etwas Währschaftes, dann darf eben auch altern. Im Rebberg eine angenehme Sorte, sie hat etwas eine hohe Anfälligkeit auf Mehltau. Macht so für den biologischen Anbau nicht ganz einfach, aber gut zu erziehen, gibt schöne Trauben, auch frühreifend, also auch hier wenig Alkohol in der Regel. Wir haben jetzt glaube ich, einen 2,18er gekriegt. Ja, mit 13. Ja. 13, ja, genau. Ja. Immer noch relativ tief eigentlich für die Struktur und Wucht, die er doch besitzt. Mhm. Mhm. Ja, von der Farbe her, wir hatten es ja schon gesagt, wo habe ich es mir notiert? Du sagtest Blaufränkisch und Dornfelder. Dornfelder ja einer der Färbertrauben, also mit oder einer der ganz wenigen Trauben, wo das Fruchtfleisch auch farbig ist. Sprich, es gibt immer sehr farbintensive, dichte Weine. Das ist jetzt schon tatsächlich auf einer, also er ist transparent, der Kern ist auch noch durchlässig, aber schon ein sattes Rubinrot, wo einfach, denke ich, der Kreuzungspartner Dornfelder mit reinspielt. Und der andere Partner Blaufränkisch ist jetzt auch nicht bekannt für Farbschwäche. Also da schlägt es einfach schon, schlagen die Eltern einfach durch. Und ich denke, die Farbe ist für viele Rotweintrinker einfach sehr ansprechend, denen ja der Spätburgunder, zumindest wenn sie jetzt nicht
wahnsinnig belesen sind, oft ein bisschen zu schwach ist. Und hier hat man einfach ein sehr ansprechendes, warmes Rubinrot mit einem satten, fast undurchdringlichen Kern, was einfach sehr schön ausschaut. Ja, beim ist etwas ehrlich bei den Roten. Es gibt oft Leute, die den Spätburgunder nicht mögen oder gar nicht erst degustieren. Und das ist einfach für uns eine schöne Alternative. Der Cabernet d'Ossa, ein wunderschöner Rotwein. Der war der dann, im Holzfass? Entschuldigung? War der im Holzfass? Ja, der war auf dem Holzfass, ja. Wird im Barrique, im kleinen Barrique ausgebaut, ja. Ebenfalls Schaffhauser Eiche, die eben weniger Tannine abgibt und weniger stark zum Vorschein kommt dann. Kleines Barrique sind 225 Liter dann, oder? Genau, ja, genau. Ja, also diese rauchigen Noten, ich weiß nicht, was die für ein Toasting hatten, die Fässer, aber das ist jetzt weniger dieses Vanillige, wie wir es jetzt beim Chardonnay hatten, sondern ich finde, hier ist die Holzaromatik eher auf der rauchigen, gerösteten Seite, würde ich mal sagen. Ist ja, genau. Hat auch zum Sinn, dass es halt besser zur Struktur passt, hinten aus diese Aromen. Ja, blaue Beeren, also blaue Früchte, rote Beeren, würde ich sagen, ist, ja, wir hatten es ja schon, Dornfelder schmeckt mir jetzt eigentlich nicht raus. Blaufränkisch, da fehlt mir jetzt einfach diese Wacholdernote. Also ja, es geht schon ein bisschen in diese Cassis Pflaumenecke, ja, also so im weitesten Sinne, eine Bordeaux-Stilistik ist es schon, dafür wirkt er mir jetzt zu warm, also ich hätte ihn jetzt auch nicht ins Bordeaux gesteckt, weil die Stilistik im Bordeaux ist einfach viel kühler. Das hat er jetzt nicht. Der strahlt schon eine gewisse Wärme in der Nase aus. Aber diese Rauchigkeit gepaart mit diesem Cassis-Pflaumenspiel, würde ich sagen. Ja, Zwetschge, Pflaume, irgendwelche Beeren. Vielleicht weniger die Erdbeer, das ist auf jeden Fall nicht. Vielleicht so eine Maulbeergeschichten, irgendwas Dunkles. Irgendwas ja, drin. So ein bisschen Kirsche und Waldbeeren habe ich Kirsche, ja, ja. So, ja, noch vorbringen. So Schattenmorellen, irgendwas in die Richtung. Ja, geschwenkt zeigt sich die Frucht auch nochmal deutlicher. Da haut die Kirsche jetzt ganz gut rein. Ja. Da ist er eigentlich eher dann Richtung Spätburgunder, ne? So von der. Ja, vom Geschmacksprofil auf jeden Fall. Ja, geht auch Kirsche, Waldbeere auf jeden Fall in die Richtung. Der Unterschied kommt dann auf jeden Fall im Gaumen zu Spätburgunder. Ja. Ja, ja, also im Gaumen käme ich jetzt nicht auf Spätburgunder. Aber auch hier, die Säure ist schon auch wieder präsent. Definitiv. Absolut, ja. Absolut, ja. Das ist schon so ein bisschen jetzt das bestimmte Element, würde ich mal sagen, ohne dass es jetzt dominierend wäre oder zu prägnant, definitiv nicht. Aber dein Aushängeschild würde ich jetzt schon auf die Säure auch beim Rotwein tippen. Die Tanninstruktur ist sehr feingliedrig, sehr samtig, sehr reif auch. Also keine grünen Tannine, keine unreifen Tannine. Hinten nach, das ist jetzt spannend, hinten nach kommt tatsächlich diese Wacholderwürze durch, finde ich. Das hat sowas Holziges, also was dieser Wacholder-Ton gerne hat, so kann man ja gar nicht beschreiben. Also man muss Wacholder kennen, ich weiß gar nicht, wie man es beschreiben kann. Aber dieses herbe, ich nenne es jetzt mal, ohne dass ich es negativ meine, harzige, dieses ätherische, ölige, das kommt hinten nach, da haut der Blaufränkisch dann nochmal so sein Flock im Boden, definitiv. Genau. Schön ist auch, was der Wein macht, eben zu etwas Gebratenem bindet sich das wunderbar ein. Und das ist auch immer die Herausforderung, diese Säurestruktur so hinzukriegen, dass es halt etwas, ein Essen schön einbindet, in diesem Fall etwas Schweres, auch ein Stück Fleisch auf dem Grill oder so, funktioniert da sehr gut dazu. Ja, wobei ich da eher Richtung Wild gehen würde, vielleicht Lamm. Lamm kann ich mir da sehr gut vorstellen, jetzt ein Steak, ein Pfeffersteak glaube ich eher nicht, weil dafür ist er mir zu feingliedrig. Da fehlen mir auch die Röstaromen jetzt vielleicht vom Holzfass oder die Tanninstruktur ist eigentlich zu feinkörnig, denke ich. Also muss man eher vielleicht Richtung Wild gehen, kann ich mir das sehr gut vorstellen. Auch irgendwas mit Rosmarin gebraten ist, deswegen vielleicht auch Lamm. Ja, aber super lecker. Definitiv. Schön. Die Tannine, also für alle, die jetzt
mit Tanninen Berührungsängste haben oder nicht zu viel Tannine haben wollen. Das ist ja ein schöner Rahmen, aber für einen Rotwein tatsächlich sehr zurückhaltend. Also gerade wenn man es jetzt so rein optisch erwartet man eigentlich einen zupackenderen Wein. Der ist eigentlich im Mund eleganter, wie man jetzt vom Geruch und von der Farbe her erwarten würde. Spannend, ich bin gespannt darauf, wenn du den älteren Wein aufgemacht hast und verkostet hast. Also im Alter passiert da noch recht was, auch mit dem ganzen Körper, der sich nochmal stark verändert. Auch toll, wie hier wieder die Wandlung ist. Also das finde ich immer spannend, wenn man Weine probiert, die dann nicht eindimensional sind, die vom ersten Moment bis zum letzten gleich schmecken und keine unterschiedlichen Seiten zeigen, ist hier auch nicht der Fall. Also man hat am Anfang erst so die Fruchtaromatik, wo man sich denkt, ja, ganz schön geschliffen der Wein, vielleicht würde es mir vielleicht sogar im ersten Moment an der einen oder anderen Kante mangeln, aber das zeigt sich dann. Da dreht er dann eben auf, da zeigt er, okay, hier die Wacholdernote, da kommt dann die Säure ins Spiel, die Tannine greifen sehr spät erst, schön langer Abgang. Also ich würde sagen, sehr lecker. Ein Wein, den man aber auch ein Stück weit verstehen muss. Also ich finde es immer blöd, wenn man sagt, man muss irgendwie wahnsinnig viel wissen, um Wein trinken zu können, weil man am Ende des Tages mündet es immer in die Aussage, schmeckt mir oder schmeckt mir nicht, vor allem jetzt aus Konsumentensicht. Aber man muss sich, ich würde ihn jetzt schon als einen Wein bezeichnen, wo man sagt, da rentiert sich's und er braucht es auch, dass man sich mit ihm ein bisschen auseinandersetzt und darauf achtet, was er alles für Seiten zeigt. Es ist ein komplexer Wein, wo man sich dem Wein hingeben muss, öffnen muss, um ihn in seiner Gänze zu erfassen. Vielleicht trifft es das ganz gut. Ja, das ist eine schöne Zusammenfassung, danke. Ja, ich denke, davon leben wir auch, wenn man Weine präsentiert, die halt etwas komplexer sind und die man bewusst degustieren darf. Ja. Und den finde ich jetzt eben, weil er auch auf einer eleganten und komplexen Art und Weise auch eine gewisse Gefälligkeit zeigt, weil er eben nicht so extreme Tannine hat, finde ich, funktioniert der auch Standalone auch ganz gut. Also beim Gegrillten würde ich sogar fast aufpassen, abgesehen jetzt vielleicht vom Wild oder Lamm, aber ohne Essen funktioniert der Rotwein auch hervorragend, was bei vielen Rotweinen ja nicht der Fall ist. Michael, haben wir nur irgendwas vergessen, was du loswerden wolltest, was du erwähnt haben möchtest? Ja, nein, also ich vielen Dank, dass ich da ein Teil deines Podcasts sein durfte. Das freut mich natürlich sehr. Ja. Und wie gesagt, wenn Sie Schweizer Wein erleben müssen, dann am besten vor Ort. Also es gibt ganz viele tolle, kleine, größere Winzer. Ich denke, das ist die beste Art, um da einzutauchen in Schweizer Wein, einfach vorbeigehen und degustieren, damit man da ein bisschen ein Bild davon kriegt. Ja, ja, und vor allem, ich habe ja auch schon viele Weingüter besucht, man hat einfach ein anderes Verhältnis, eine andere Beziehung zu den Produkten, auch wenn man halt sieht, wo sie wachsen, die Menschen kennengelernt hat, die Weine erzeugen. Da ist der Podcast ein Versuch, das zu unterstützen, darauf aufmerksam zu machen, aber das ersetzt natürlich nicht den Weingutsbesuch, definitiv nicht. Ich sehe da eher meine Aufgabe drin, auf kleinere Weingüter und Regionen hinzuweisen, um darauf aufmerksam zu machen und die halt ins Bewusstsein zu rücken, um halt die Neugier zu wecken, damit dann Leute auch zu dir einfach kommen und deine tollen Produkte dann auch probieren. Ihr findet die Links zu den Weinen in den Shownotes auf meinem Blogbeitrag und auf den ganzen Kanälen Instagram und Facebook werdet ihr die entsprechenden Posts finden. Wenn ihr Michael besuchen wollt, schreibt ihn an. Den Link findet ihr auf meinen Shownotes und auf der Seite eben zu seinem Weingut. Und dann bedanke ich mich für deine großzügige Spende, für deine leckeren Produkte. Und es hat sich wieder mal bewahrheitet, es rentiert sich, die Leute einzuladen und Weine zu probieren aus Ecken, wo man jetzt vielleicht nicht immer auf dem Schirm hat. Vielen Dank, Michael. Ja, schön. Auch dir vielen Dank. So, das war's schon mit der 58. Ausgabe meines Weinpodcasts vom 9. April 2022. Ich hoffe sehr, ihr habt mich nicht zu verrotzt wahrgenommen jetzt im Kopfhörer. Ich hoffe, ich bin bald wieder auf den Beinen, aber selbst eine Erkältung und wenn es mich dann doch mal vielleicht irgendwann mit Corona erwischen sollte,
hält mich das definitiv nicht ab, mich für euch und für mich selber auch mit Wein zu beschäftigen. Ja, wie gesagt, die nächste Ausgabe gibt's am 30. April. Das wird dann Nummer 59 sein. Wir haben dann noch ein oder zwei weitere Interviews in der Pipeline zum Thema Schweiz und dann geht's langsam Richtung Elsass weiter. Und wie gesagt, wenn ihr ein Thema habt, über das ihr konkret mehr erfahren möchtet, dann bin ich euch sehr dankbar über eure Mitteilungen, euren Kontakt zu mir mit Wunschthemen, mit Anregungen, was wir dann im Nachgang besprechen können. Ich denke mal, der deutschsprachige Anbau wird uns noch fast bis Ende des Jahres beschäftigen und dann schauen wir mal einfach weiter, würde ich sagen, wie es mit dem Podcast dann weitergeht und ich zähle da in erster Linie auch auf euch, dass ihr mich unterstützt bei der Themenauswahl. Ich hoffe, ihr bleibt gesund. Ihr genießt jetzt, hoffe ich, den kommenden Frühling, dass es endlich jetzt wärmer wird. War jetzt doch eine krasse Umstellung. Nichtsdestotrotz, wie immer, leckere Weine im Glas und bedanke mich für euer Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Servus, euer Florian.